Meet my boyfriend. Jawohl, dann haben wir das auch schon hinter uns. Einen wunderschönen guten Abend, meine Kinder. Boah, altes Lied, Alter, aus einem Counter-Strike 1.6 Video. Ich kenne das, Pappmaster, glaube ich. So. Hallo, Bukelu, moin, moin. Wie ist es? Was geht ab? Lass Mucke einfach laufen und geh wieder ins Bett. Boah, ich hab Schüttelfrust, Alter. Boah. Ich sag jetzt schon mal von Anfang an, ne? Meine geliebten Mitmenschen hier. Ich laufe auf 30% heute, Alter. Erwartet überhaupt gar nichts. Ich sag, ich bin nur für euch da, Alter. Das geht schon. Vielleicht nicht ganze 5 Stunden oder 6 oder so, aber geht schon. Machen wir schon. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hab die letzten 2 Tage im Bett verbracht und hab mir Herr der Ringe und Hobbit reingezogen, Alter. Niemals was erwarten, dann wirst du doch nie enttäuscht. So genauso sieht es aus. Ab in die Bett. Nö. Dann kriegen wir wieder halt lustige Kommentare unter Bonfers YouTube-Videos. Du hast mich angesteckt. Boah, viele sind momentan krank. Ehrlich, Alter. 30%, das sind 5% mehr wie sonst. Halt die Klappe, Alter. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir stets? Ich hoffe, ihr hattet 2 wunderschöne Tage ohne mich. Bist du der Curtis Kusch aus dem famous TikTok-Clip mit über 100.000 Klicks? Ja, bin ich. Wir haben tatsächlich ein Video auf TikTok, was über 100.000 Klicks erreicht hat. Und zwar der Clip, wo ich durch den Tunnel fliege. Und TikTok ist einfach göttlich, Alter. Diese Kommentare sind göttlich. Ich liebe TikTok jetzt schon. Ich hab immer so gedacht, yo, scheiß drauf. Aber das ist richtig gut. Wie heißt der TikTok-Account? Machst du so, Ausrufezeichen, TikTok. Ja, Oma hat schon scheiße. Wer ist denn von TikTok hier? Ja, letztes Mal ein paar geschrieben, Bumfer. Der Flug war gut, ja, aber scheiß auf die Videos, Alter, die Kommentare, Junge. Bringen die Klicks Geld? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, du kannst erst an einem Partnerprogramm teilnehmen bei TikTok, wenn du 10.000 Follower hast und so, ja, dann erst. Und dann brauchst du permanent Videos mit über 10.000 Klicks. Die haben so ein, boah, lass mich nicht lügen, Alter, Creator-Font oder keine Ahnung, wie die das nennen. Wo die dann die Leute bezahlen für irgendwie sowas. Aber der Bomber und ich, die machen das ja nicht für die Kohle. Das ist einfach nur was da, so, damit man die Clips angucken kann. Wir haben auch schon 2-3 ältere Clips hochgeladen, da kommt einfach alles drauf. Wer TikTok hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist mega lustig, Alter. Das ist echt lustig, Junge. Herrlich. Der eine, der die ganze Zeit Anime-Knutsch-Videos macht, hat Jahre schon genug Klicks für Partner zu sein. Wird aber nur geghostet. Ja, wer kenne ich nicht? Schnapper sagt mir gar nichts. Ich glaube Monster Energy. Wow, gutes Lied, auch schon alt. Ja, stimmt. Crispy Waffles, Dankeschön für den Resub im 12. Monat. Ein ganzes Jahr, Mann, Dankeschön. Und Castello, Dankeschön für den Resub im 9. Und Dirk, danke für den Prime im 26. Und Monster Energy, Dankeschön für den Prime im 19. Wann gibt's Tanzvideos? Ich habe den Goofy schon gefragt, ob der Fortnite Dance Videos hoch macht. Wir machen 50-50 Cut. Irgendwann muss ich mir meine alten Platten checken. Ich habe noch Clips seit 2017 von dir drauf. Ey, Kobo, immer her damit. Wir knallen einfach alles hoch. Damit wir wenigstens ein kleines Archiv haben. Und Schmumann, Dankeschön für den Prime im 27. Nimmst du Noklo? Dankeschön. Hallo, Musa. Ich begrüße halt mal nicht alle. Aber ich grüße euch alle. Gerade nur eben eine Gelomirtul-Tablette genommen. Und ich habe Hustensaft da. Den knall ich mir aber später rein, wenn gar nicht geht. Macht Sinn. Ja, eigentlich lese ich immer vor, Bumper, weißt du doch. Und T-Frosch, Dankeschön für den Prime-Sub im 31. Monat.
bin jetzt ein 31er. Ja, aber das ist nicht schlimm. Enttäuschend Anzap. Ja, immer gerne, Alter. Mach ruhig. Kein Ding. Ich bin nicht mehr auf Subs angewiesen. Ich krieg jetzt über TikTok anstatt über meine Business-E-Mail-Adresse Genshin Impact-Anfragen. Für 2 Stunden für, keine Ahnung, Alter. Junge, jetzt spammen die den Bomber voll. Anstatt mich. Was geht ab, gehört das mit C. Ich hätte mal weitergesurft, wäre der Dodge-Phase, dann hätte ich jetzt schon neue Nike-Schuhe. Hättest du mal. Ja, Jones hättest du dann. Kilometer darf ich mir auch morgen kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie die wirken. Ich hoffe, dass das was bringt. Ich bin auch seit 2 Tagen gekehrt, und alle werden krank. Ich schwöre bei Gott. Geht ab, Green Crush. Ja, geht. Geht auf jeden Fall so, dass ich sage, okay, lass mal probieren heute. Sonst wäre ich im Bett geblieben, Alter. Das juckt mich nicht, wer da irgendwo was schreibt. Das ist eher lustig. Das geht ab, Piep. Heute ein VIP-Tag? Nein, ich will rein. Wir wollen ja Freitag eigentlich da das Event veranstalten, aber es sollte jetzt schon abgesagt für das Wochenende, Alter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß gar nicht, was wir, ehrlich, ich bin so brain weg, Alter. Ich weiß gar nicht, was wir vorhaben im MLP gerade. Das fühlt sich für mich so an, als wäre ich schon wieder einen Monat weg gewesen. Was war denn das letzte, was wir gemacht haben? Ich weiß es nicht mehr. Soldi, Dankeschön, wenn man vom Teufel redet. Von dem Prime 36. Ihau. Oh. Lass einfach laufen. Sergeant Obi, wir lassen jetzt einfach die Playlist, bitte. Ja, stimmt, ich war da vorgestern Abend. Ich hatte keinen Bock mehr im Bett zu liegen, bin einmal reingegangen. Musste erstmal die Karre rausholen aus der Autowerkstatt, Alter. Musste Pinsels Karre auch noch bezahlen, die Reparatur, weil er das einfach gesagt hat da. Die habe ich dann zum Tuner gebracht. Und gestern habe ich die abgeholt. Und dann bin ich wieder ausgelockt. Und das Haus habe ich noch bezahlt. Also nichts Wildes. Junge Aiken, Alter, wie lange habe ich den nicht gehört? Sonst nichts passiert. Oh, hey, hey. Merhaba Orkan. Aber Auto ist hübsch, ich habe im Discord ein Bild geschickt. Hallo Dorfkind Patrick. Boah, ob ich jetzt noch so ein Lutschbonbon nehmen kann, Alter, ich hasse das immer. Scheiß Tabletten und Medizin, ja, ich nehme das einfach. Weil er sagte, ja, der hat nur 3.000. Der Penner, Alter. Und Lars, dankeschön für den Resub im 29. Monat. Wann neue Wallpapers bei Discord? Habe ich gerade noch dran gedacht, passt. Die werde ich machen, naja. Das Ding ist, ich habe die alle in einen Ordner geworfen. Ich muss die sortieren, welche ich schon hochgeladen habe und welche nicht. Achso, aber fertig? Na klar, Bruder. Alter. Was ist das denn für eine Frage, ne? Alter, wo war Gondor, als die Westfold fiel? Wo war Gondor, Junge? Ernsthafte Frage. Ich liebe das Arbeit. Ja, hat Mila eingesprochen. Pio Paul, danke schön für den Resub 43. Das wollte ich eigentlich auch. Ich habe nichts gebacken bekommen. Ich wollte ein bisschen so Sounds verändern und die Sub-Anzeige mal irgendwie cleaner gestalten. Keine Kraft gehabt, vor dem PC zu sitzen länger als eine Stunde, Alter. Danke, Gunda, ist so. Serie habe ich auch angefangen. Ich muss jetzt die 6. Folge gucken, die vor kurzem rausgekommen ist. Ich finde die Serie auch ganz nice bis jetzt, aber lass halt nicht den Jamar hören, der flamet einen dafür. Die haben 1 Milliarde Budget dafür, guck mal an, wie scheiße die Serie ist, voll kacke alles. Jamar wieder. Ich finde die Serie gut. Ich muss nur Game of Thrones anfangen. Mal gucken, was da so abgeht. Wieder, ich bin krank, ja. Also ist schon besser geworden, war vorgestern schlimmer. Aber ich bin immer noch komplett schlapp. Aber wir kriegen das heute schon hin. Ey, selbst wenn ich nur online komme, um Bescheid zu sagen. Ja, hallo Vincent. Walking Dead geht ab gestern weiter. Hab ich auf Netflix angefangen zu gucken, aber juckt nicht mehr, finde ich. Weiß nicht, es ist nicht mehr so spannend. Wie war Dama? Dama fand ich gut. Obwohl ich ja eher so ein Fan von Dings bin. Von so Dokumentationen mit echten Bildern und so ein Shit.
Anstatt so nachgestellte Sachen. Oh. Oder ich wollte gerade voll, was waren da noch? Hallo Saatov war ein Chris Cross, hallo Vincent Tappen war und Duffler, hallo. Und MDK, vielen lieben Dank an den Gifted Zappern, Buddy X, Herr Laby, Brandenburger, Ted auf Droge und den Freddy, Alter. Gondo hatte zu dem Zeitpunkt an eigenen Grenzen zu kämpfen und haben die Orks literally davon abgehalten, in den Rest von Mittler vorzogen, als die Westfold fiel. Ah, okay, dann wissen wir Bescheid, wo Gondo war. Dankeschön, Thriller. Hauptsache kein Deutschschwimmer. Pass dir auf, Junge. Öwel, hallo. Dankeschön, MDK. Und danke für gute Besserung. Heute bitte kein Hype-Train Level 18, dann mach ich aus. Hallo, Inked Nation und Gino, hallo. Hallo, Unicorn. Unicorn, wo warst du als Gondorfiel, Junge? Ehrlich. Warum haben die eigentlich geantwortet jetzt auf deine Frage noch oder nicht mehr? Ich bin krank, ja, ich bin krank. Junge, ich krieg von Socker 5 Gifte Zaps, Alter. Ist heute Weihnachten, Junge? Was geht denn hier ab? Hier ist gerade Ballerei, echt jetzt? La, kein Scheiß, Junge. Bruder, die haben vorgestern bei mir direkt, was heißt bei mir direkt um die Ecke, aber nicht weit. Ist nicht so weit. Haben die einen Geldautomaten weggesprengt, Alter. Junge, das kann ich mir erzählen. Socker, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps, Mann. Ehrlich. Ach so, Ballerei im Valorant. Ich dachte, weil du in Duisburg wohnst. Hätte da sein können, Alter. Und sie meint's neuen Ghost, danke für den Resub im 39. Monat. Ich glaube, Socker wurde gehackt, Alter. Der kommt doch eigentlich immer nur hier rein, um zu sagen, yo, geh mal offline, ich will resubben. Hört sich nämlich bei mir in der Ort. Vom Onkel, ein Kollege wohnt da direkt in der Nähe. Der wurde davon wach. Zwei Explosionen wohl. Wie kommt man auf die Idee, einfach einen Geldautomaten wegzuspringen? Hallo Daynight. Was sieht der Gefühl in den Tag erst jetzt? Also ich kenne das, ich weiß, dass die Makro-Mafia das ist aus Holland und so Shit. Oder die Audi-Mafia, Alter. Aber die sind wohl irgendwie mit einem heftig getunten Roller irgendwie abgehauen, so. Schon mal so Reportagen und so ein Shit gesehen. Bin verwundert, dass es immer noch so aktiv sind. Was meinst du damit, OnlyDNL? Und Reason, Dankeschön für den Reset im 3. Monat. Danke. Schnelles Geld, zwar auffällig, aber wenn sie es hinbekommen, ja, oder das. Also da brauchst du schon richtig dicke Eier, Alter. Ja, ja, in Duisburg dort. Ey, Dana, die heißen so. Also so werden die genannt. Na, dass die immer noch so leicht die Dinger sprengen können, das Automaten-Game ist ja nicht erst seit heute. Was willst du da tun, Alter, wenn die da mit China-Böller kommen, Junge? Das Geld kannst du nicht mehr verwenden am Springen, da ist ein Gaskanister. Das glaube ich nicht, Unicorn. Weil wenn das so wäre und du das nicht verwenden könntest, würden die das nicht mehr machen. Bin mir ziemlich sicher, dass die da Geld rausging. Die Kriminellen, die, Alter. In 2 Wochen war es neun. Wo wohnst du denn? Frankfurt? Hamburg, Digga? Muss ja irgendwas Großes sein. Lakshu, was geht? Taui, Anikik. Meinst du dann, das ist C4? Ich glaube nicht, dass das C4 ist. Oder? Ich habe keine Ahnung davon, Alter. Ich glaube aber nicht, dass da C4 ist, Alter. Ich glaube, bei C4 würde irgendwie das ganze Haus wegsprengen, Alter. Hat muss irgendwann da ja ein Gas oder so. Sind überwiegend Leute aus Holland, ja. Ist sehr bekannt geworden wegen dem Dings. Wie heißt der nochmal, Alter? Der Ripper. Oh mein Gott, mein Gehirn ist Matsche. Hallo Spoon. Wie heißt der Rapper? Genau, Goldstein, Alter. Aber wie heißt denn sein Vorname? Wie nennt er sich? Kolja Goldstein, genau. Da ist er ja super bekannt durch geworden alles. Der haut ja auch immer so echte Clips in seine Musikvideos rein. So von Überwachungskameras und so. Bei euch ist ja was los. Hier liegt mal vielleicht ein
tote Schafe auf dem Deich. Ich arbeite in einer SPK, die füllen das mit Gas und legen dann eine Spur nach draußen. Hallo, namenlos. Wie Gas? Weißt du, wie teuer so eine Sprengung ist? Die spinnen die rüber. Die Junge, auf die Idee muss er erst, also die Eier muss er erstmal haben. C4 ist tatsächlich je nach Menge eine sehr kontrollierte Sprengung. Ich glaube, das hat mehr Bums. Ich habe mal gehört, dass die da Gas reinsprühen. Wir haben ja ganz viele schon geschrieben, also wird daran, das wird schon stimmen, was er sagt, Chat. Mann, RP gleich, Alter. Ich habe Tablette genommen vor. Junge, ich bin schon seit 22 Minuten live, Alter. Ja, vor einer halben Stunde. Ich muss mal gucken, wann die reinknallt. Immer mit der Ruhe, Unicorn. Zock dein Valorant weiter. Schießt heute ein paar Ballers in den Kopf. Gibbelt nicht auf Sektor. Repay heißt das. Also Black Dragon, Dankeschön für den Resub im 24. Monat, 2 Jahre. Und Hukulu. Ich bin krank, ja. Ich bin erkältet oder sowas. So ein bisschen Schüttelfrost, bisschen kalt, bisschen Cancer oder so. Männergrippe. Wehleidig as fuck und Männergrippe. Aber ganz leicht nur. War vorgestern schlimmer. Hallo, der Jumper. Mann, Kekse backen mit dummer Sonderarbeit gehört zu einem Gacha-Game-Streamer. Ey! Ich glaube, ich muss da weitermachen, um mehr Hasskommentare zu bekommen, Alter, weil die mich echt amüsieren. Hallo, Danjo. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen 2-stündigen Genshin Impact Mittagsstream, wo ich euch ein bisschen zeige, wie man Skill hat, Alter, und dass man nicht in Gacha-Games investieren sollte. Auch wenn man die Anime-Mädchen voll hübsch findet. Oh, Katze! Was ist denn? Ja, was ist denn? Ich verstehe die Katze nicht, Alter. Junge, diesen ganzen Tag kommt die mal hoch, ist am Mauzen. Was Porpendutscher, was macht der Hals? Ich lutsch krank, Bonbon. Und ich hab Tablette drin. Hallo, Dorian. Nee, ich hab keine Ahnung, was die hat, Alter. Was ist, brauchst du ein Katzenmädchen? Ey, Chat, ihr seid Experten. Irgendeiner von euch hat hundertprozentig 20 Katzen zu Hause. Warum macht die Katze das? Die rennt immer von oben nach unten, dann kommt die hoch und dann mautzt die, dann geht die aufs Bett, dann haut die wieder ab. Aufmerksamkeit. Aber die hat keine Langeweile, die spielt ja auch. Lass sie raus. Ey, Thriller, vielen lieben Dank, aber wird noch nichts angezeigt, Bruder. Wo ist der hin? Hallo, Shorty Killer. Streich jetzt, Bruder, ich streiche immer die Katze immer, Alter. Ah, jetzt kommt er. Spieler, danke schön für den Wissen im 2. Monat. Meint er nicht, dass die Bock hat, mal so richtig schön ins Eros zu gehen oder so? Hat's ein Arschloch, die hat, glaube ich, nicht. Aber die hat immer nur so Phasen, wo die das macht. Das kapier ich auch nicht, Alter. Jetzt liegt die auf dem Bett und ist ruhig. Und die macht sich sauber. Hallo, grüß dich, ich bin da, kann losgehen. Let's go. Machen wir gleich. Ist sie nicht kastriert? Nein, die ist nicht kastriert. Nee, der ist nicht kastriert. Vielleicht will die auch mal wegknebeln, wer weiß. Vielleicht setzt sie sich nachts einfach mal auf dein Gesicht. Ah, die schläft hier nicht. Bei mir. Geht nur los, wenn du auf TikTok folgst. Ja, Mann, folgt auf TikTok. Hallo, Nylak. Ab ins Katzenpuff, Alter. Gib mir sowas. Also, wenn das einer wüsste, dann der Bomber, Alter. Der kennt sich mit sowas aus. Ist eine reine Hauskatze, ja. Also die geht mal, also die haut manchmal ab. Wenn im Badezimmer zum Beispiel das Fenster auf ist oder so, will die aufs Dach klettern. Aber die ist schon einmal runtergefallen.
und hat sich wehgetan. So ein Schild hier am Fenster. Und hat am Fenster auch so überall an mehreren so ein Dings so zum Hängen, dass die rausgucken kann. Blablabla, so, solche Sachen halt. Ich kenne mich doch auch nicht aus damit, Mann. Ich bin doch kein Katzenmensch. Ich folge jetzt, warum, Fabio, du lügst. Nur das Sexleben, hallo. Es gibt Katzencafés, ja, aber das ist ja nicht für Katzen. Wie soll man folgen ohne Linke? Ja, Bonfa, dann mach doch mal Ausrufezeichen TikTok, Junge. Du versuchst hier die Leute anzuwerben, Alter, aber haust keinen Link rein. Eine zweite Katze, vielleicht habe ich auch schon überlegt. Wir waren nochmal, glaube ich, kurz davor, eine Kurzer, so eine British Kurzer. Aber ich weiß nicht. Ich habe das hier nicht zu entscheiden in eine Kabuff. Ich koche gerade auf zu lügen, Junge. Ey, wir gehen jetzt rein, Alter. Oder? Naja, ich mach Duft. Ich habe gar keine Duftkerze. Boah, das ist eigentlich auch schlecht, weil ich mache, ne? Bin ich voll der Trottel, egal. Wir gehen gleich rein. Chillen. BK verlieren sehr viele Haare, das ist nicht schlimm. Ich brauche ein Toupet. Wir gehen gleich rein. Chillt mal bitte. Danke. Also Lutschbonbons helfen sofort, das ist richtig geil. Aber auch immer nur für eine halbe Stunde, Stunde. Man sollte mal zwei Katzen haben, laut meiner Tierärztin, deswegen haben wir eine dazu gekauft. Ja, weil wir haben noch Hunde und so und die spielen noch alle miteinander. Eigentlich hat die voll viel zu tun. Die kann hier überall rumrennen, wo sie will. Die hat voll viele Plätze und so ein Shit. Ich glaube, die will uns einfach nur ärgern. Was ist denn eigentlich mit dem Channel von Da Vinci passiert? Der wurde gehackt und hat was zu einem Krampf, den wiederzubekommen. Und die Videos wurden vorher auch gelöscht und dann wurde irgendwas wegen Krypto da abgespielt. Wie bei dem einen großen YouTuber vorher, ich weiß nicht mehr, Julian Bam, glaube ich, war das. Und war zu ein Krampf und hat Da Vinci gesagt, scheiß drauf, ich gehe in Rente. Jetzt macht er Bombfahrt, hat die letzten Wochen ein bisschen gemacht. Aber wird jetzt übrigens in Zukunft auch weniger, weil Uni wieder für ihn anfängt. Und TikTok sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ach, YouTube. Da ist TikTok deutlich einfacher. Rente beste, ja. Hast du dir auch verdient, mein Freund. Und hallo Rakim. Und einen Affen habt ihr auch, ja, aber das bin ich. Ich kann mich selbst verpflegen. Oh fuck, der hat ja schon ein Abo, aber ich liebe die alten Videos einfach. Ja, das ist echt schade, Mann. Ich hätte die... Also ich fände es cooler gefunden, hätte Da Vinci gesagt, ja, ich gehe so in Rente und man hätte das alles noch gehabt, so wenigstens zum Angucken. Aber was willst du machen? Da Vinci liegt in der Toskana im Whirlpool. Ich hoffe für den, also ich gönne ihm das. Also ab in der warum Fortnite? Lugner kann sich selbst verpflegen, natürlich, Junge. Also Toastbrot kann ich mir machen, ich sag wie das. Ach, der Enkel, wie geht's dich? Ich hab mal durch den Discord geguckt, wie unfassbar viele Leute, die im Discord sind und auch Sub sind und so WoW spielen, ne? Gestern so ein bisschen zugeguckt auf Twitch mit Laptop. Im Bett, Alter, Bruder, fang mir die Hände an zu zittern, Alter. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber lass mal lieber sein. Wake the Metrobo. Gibt doch nur den anderen Kanal. Von Alpha Centauri, ja, Grove Street. Gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, was welches richtig so. Mir auch, Johnny, aber ich bin ein bisschen verklatscht, so. Bisschen krank nur. Aber sonst alles gut. Johannes, wahre Liebe, ja, Mann. Zum Glück nie WoW angefangen. Hast aber was verpasst, alter Mann. Jetzt so schön Wrath of the Lich King fetzen, Alter, mit Fresh Server. Mit Ungen und den Boys, Alter. Die ein bisschen ganken gehen. Obwohl, die spielen eh auf dem PvE-Server. Ich schon Bock drauf, Alter. Juri, du bist gefüllt für alles so alt. Geh und trink deinen Eistee auf der Veranda. Und schrei Kindern, die über deine Wiese rennen. Bin gerade dabei. Boah, ich beneide dich, Ivan. Hab auch beim Kimo zugeguckt, wenn ihr nur einer kennt von Homestead. Na, der war ja auf Unity auch. Ist auch ein WoW-Streamer.
Hab ich echt geschrieben, so, Bruder, ich beneide dich, Alter. Kein WoW-RP. Also nicht so, wie man GTA kennt. Wen soll ich denn anbrüllen? Das Dorf ist tot, da ist nicht mehr wer zum Anbrüllen. Und schrei die selber an. Als ich ganz klein war, hat auf unserer Straße so ein Mann gelebt. Meine Mama hat mir immer erzählt, dass der beim Lotto gewonnen hat. Dann hat er geheiratet. Die Frau hat sich scheiden lassen und dann hat er irgendwie alles verloren. Immer wenn man an seinem Haus vorbeigelaufen ist und durch ein Fenster geglotzt hat, saß der immer vor der weißen Wand und hat die Wand angebrüllt. Bruder, ich bin krank, Alter. Aber ich bin nur hier für euch. Ja, Mann, ich kann schreien. Let's go up in the Pommes, Alter. Bitte kein Bann. Let's go. Der arme Mann, Alter. So, ich starte Pommes mal hier. Quecksilberengel. Boah, das ist aber giftig. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Und herzlich willkommen. Klingt traurig, ja. Das ist es tatsächlich. Nur für uns ein Auto ohne uns getunt. Ja, Mann. Wer von euch will den Tuning-RP sehen, Alter? Oh, und wie, jetzt meldet sich einer. Ja, ich will das sehen. Ehrlich. Heute wird sicher ein heftiges RP. Also ich wünsche mir das für euch, für mich nicht, Alter. Oder ich muss mich sehr zusammenreißen, dass ich nicht so viel lache. Ach komm, hört auf. Wir haben schon getunt, das ist schon vorbei. Aber vielleicht lassen wir das Dach noch weiß machen. Dann könnt ihr dann dabei sein. War früher cool, ja, als wir selber da gearbeitet haben. Apropos Arbeit, wir könnten echt beim Medic-Dienst gehen. Gucken, was abgeht. Oh mein Gott. Oder Tenny kann ich. Bist du Medic oder was? Ja, Da Vinci. Wir waren im Pillbox angestellt in der Stadt. Da sind wir aber rausgeflogen. Weil der Chef irgend so einen Knacks im Kopf hatte. Dann haben wir den zusammengeschlagen. Und jetzt sind wir oben im Baker bei Paleto, Alter. Beim Dr. Chuck. Ich glaube, der ist ein Psycho. Also er spielt einen Psycho-Charakter. Aber wir waren doch noch nicht im Dienst, Alter. Ja, Mann, das ist richtig geil. Junge, wenn da irgendeiner kommt mit Schusswunde oder so, dann sagt Mila, yo, ich creme dich jetzt ein und so ein Kack, Alter. Der Da Vinci ist immer mal wieder da, um Hallo zu sagen, aber der bleibt nicht lange. Guck mal, ich hab nicht mal, ich hab hier einfach hier ausgelockt schon. Dumme Frage, aber sagt doch nicht, dass der Server, der die GTA 4 Map hatte? Ja, hatte der, aber die haben eine neue Season. Jetzt haben die wieder die normale. Los Santos Map. Ausgerechnet bei dem Lied machen wir aus, Alter. Wo ist denn hier... Und nächste Season geht's dann nach Vice City. Ne, ich glaube nicht, dass die nur eine Season machen. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Gothic Monster, danke schön für den Prime Sub 16. Monat, Alter. Woher kommt eigentlich dieser Dama-Hype momentan? Ey, die Serie ist echt gut, Mann. Oh, man kann es auf GTA stellen oder hast du schon? Bitte? So, Haus haben wir abbezahlt, 50.000 für Party. Bist da ja schon. Was das Social Media Live macht. Dankeschön, Oma. Wo kommst du eigentlich? Duisburg, Bruder. Nordrhein-Westfalen.
Fühl ich einfach jeden Folge, Junge. Rückwärtig mache ich, spam die voll. Zack, 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 Junge. Das ist Social Media, Alter. So baust du den Hype auf. 9 Stück in der Woche schon. So geht das, Alter. Einfach spam jetzt. Bin aufgewachsen. Mein Beileid. Nein. Cool. Oh, die haben Zweitladen? Das ist ja cool. Wie leben das Friseur-RP aber auch? Ich würde das sicher nur im eigenen Server verschlucken. Nee. Ich hoffe, das hat mit der Stimme funktioniert, Alter. Ich hab. Können wir uns leider nicht angucken. Ich weiß nicht, ob die auf Copyright-Free Musik achten. Boah, ich wollte schon sagen, Pinsel hat das Auto genommen, da hätte ich den verhauen, Alter. Was ist denn, wenn 5M angeht, das extra Auto spielen? Ja, Bruder, du mit deinem 5M immer. Ja, 5M ist nice, jo, das stimmt. Was sagt er zum Schlitten, Chat? Daumen hoch oder runter? Boah, stimmt, Alter. Immer Vito. Der Vito hat mir übrigens bei Discord das Bild geschickt mit dem Eis. Das werde ich mir jetzt Desktop... Oh mein Gott. Ich darf nicht lachen, Alter. Ich darf nicht lachen. Ich darf nicht lachen. Ich darf nicht lachen. Boah, ich darf nicht lachen, Alter. Oh boy, Junge, da Vinci, das ist der Vito, Alter. Recliff, dankeschön. Oder Recliff, Jean, dankeschön für den Resub 42 Monate. Oder das ist Vito, Alter. Ich bin der absolut größte Fan von. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre die Amore-Film, aber es nicht war der Horrorfilm. Das ist Maserati nach Beuer. Ich liebe den Charakter. Guck dir den an, Alter. Das ist immer nur der Beste mit dem Eis. Das habe ich auch bekommen. Ich liebe den Typen, Alter. Oh, mit dem würde ich auf jeden Fall allein im Kino sitzen, Alter. Oh. Perverse Symbole zerstören Jugend der US und A. Wegen der. Oh mein Gott, ey. Oh. Aber wieder fickt mich doch nicht direkt, Alter, bitte. Ich hab voll Angst. Ich hab voll Angst. Was machst du da? Mein Auto ist dumm. Warum? Weil die Bremse nicht funknuckelt. Was funknuckelt? Funknuckelt nicht. Funknuckelt nicht. Funknuckelt eben nicht. Du musst mich heute Abend Badewanne machen. Und mich einreiben. Oh nee. Doch. Oh nee, ich will nicht, ne. Doch. Mach ich nicht. Bitte. Nö. Komm schon. Ich mach auch den Trick mit dem Bauchnabel wieder. Ich muss eben was von denen holen. Warum hast du nur keinen Schuh an? Lange Geschichte, glaube ich. Ich hab Zeit. Ich bin in Warlock gefallen. Dann waren sie nass. Dein Schuh war nass.
Und dann habe ich sie weggeworfen aus Wut. Aus Wut? Weil ich war sauer. Da müssen wir einen neuen Schuh kaufen. Nö, will keine mehr. Hast du schon die Karre gesehen? Ja. Und? Zufällig, als ich rausgegangen bin, ging ich hier so lang, hier, und da sprang mir das so ins Auge. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich in die Richtung geguckt habe. Wie findest du die? Ja. Ist hübsch? Ist, ja, ja. Kau. Willst du mal am Auspuff riechen? Scheiße, vergessen. Jo, lieber nicht. Kein bis gleich. Yeah, verschissel. Captain Germany, danke schön für den Prime 27. Monat. Was dahin? Da verschissel mir doch einer mal die Nissel. Warum ist das Haus abgeschossen? Warum funktioniert mein Schlüssel nicht? Bei uns wurde eingebrochen, ich muss das Schloss neu machen. Die haben deinen Nachtschrank mit deinen Höschen durchsucht. Ich will aber kurz sein. Na komm, ich mach die Tür auf. Warte ich. Klingel sogar vorher, okay? Ist aber keiner drin, glaube ich. Ein Wunder, wenn keiner den Schlüssel hat. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Pieces. Vinja, danke schön für den Prime am 24. Monat. Grüß dich doch. Und hallo Senseless Pain. Auf einen guten neuen Tag. Oh, oh. Ich wollte nur LSD nehmen. Ich dachte, du gehst nur Schuhe holen. Nee, ich bin sauer auf Schuhe. Auf alle Schuhe? Ja. Warum? Big Schuhe. Okay, also läufst du barfuß rum. Verschissel. Und was, wenn die arbeiten gehen? Ja, dann kann ich auch, wenn ich will, ohne Schuhe arbeiten. Was? Ich kann auch ohne Schuhe arbeiten. Und was, wenn ein Stein liegt? Dann mach ich den Weg. Okay. Können wir den Schlüssel nachmachen? Wolltest du zum Tattoo? Ich war gerade da, aber Dolly ist nicht da. Und ich hab gesagt, ich hab sie angerufen. Und die sollen ihr das sagen und dann werde ich die wegdrücken. Und dann habe ich gesagt, aber nachdem ich die weggedrückt habe, soll die nochmal zurückrufen, sollen die ihr sagen. Ja, yeah, weil ich bin heute krass drauf. Kann mich einer schießen? Ich brauche einen Schlüssel. Ja, und tritt nie wieder gegen die Karre, das ist super teuer. Meine Karre? Gegen unser Auto hier. Hab ich gar nicht. Du hast das letzte Mal gegen den Motor getreten, als wir den Opel gesucht haben. Das letzte Mal. Ja. Mit Zoom. Ich weiß eben auch nicht. Ich hab Titte, die täten echt sein. Oh boy, du hast. Oh was? Jojo. Was? Gib mir jetzt. Was dann? Lass mich fahren. Aber du machst den nicht kaputt. Nö, wenn die Bremsen gehen, ist doch alles. So cool, weißt du? Ja. Oh, boy, oh, boy. Bitte pop vorsichtig. Ja, ja. Black Moon Dog, danke schön für den Resub im 24. Monat, 2 Jahre. Und hallo. Und Doom Steel, danke schön für den Resub im 12. ein Jahr. Dankeschön. Die zieht kannst dann einfach du sehen, im Eiskalt. Ob da jemand kommt? Die zieht einfach immer eiskalt durch. Da kommt keiner. Und du bist sicher? Ja. Okay. Wir haben sogar Witzheizung.
Für den Arsch. Bezeitung? Ich darf nicht lachen, nur. Na, was ist denn? Warum fährst du so komisch? Ja, oui. Ich packe aus. Wie viel Platz brauchst du nur dafür? Na, ich soll vorsichtig sein. Oh. Was hast du im Flughafen-Fahrstuhl eigentlich gelernt? Fahr lieber nicht. Haben die mich gesagt. Und ich so, yo, I don't care. You know, you feel me? Weil ich bin Kass, so habe ich gesagt. Und Kasse Leute fahren im Auto. Ist so. Okay. Ist ein Fact. Das weiß ich. Wenn wir da ankommen, wo wir hin wollten, bin ich wieder gesund. Echt? Bist du super. Wo wollen wir eigentlich hin? Na, ich muss zur Bank und dann können wir einen Schlüssel nachmachen. Bank? Wo ist deine Bank? Am Stadtpark ist eine. Ja, aber hinten bei der Tankstelle hinter uns war auch eine. Okay, fahr einfach. Soll ich umdrehen? Nee. Du kannst auch ein bisschen schneller fahren. Aber nur ein bisschen. Ich weiß nicht. Oh, nicht so schnell. Mira. Oh, anschnallen. Mila, du bist noch nie gefahren mit der Karre. Mila! Ja? Immer mit Ruhe. Oh, wie gut. Aber du kannst es ja. Was? Na, Auto fahren. Ich panicke einfach nur. Auf! Womit? Darf so schnell zu fahren, dann! Okay, ich geh Geld abholen. Runter vom Gas. Runter vom Gas. Ich glaube schon, dass die neu ist. Bin mir nicht sicher, Bruder. Okay, ich habe $700 abgeholt. Okay, wofür? Na, für Hausschlüssel und Autoschlüssel. Wofür? Boah, guck mal, da hast du eine Karre. Welche? Die bei uns vorbeigefahren ist. Habe ich nicht gesehen. Und das war schöner. So ein Schafter vor Service, echt aus 2017. Da ist wohl jemand in der Vergangenheit hängen geblieben. Hängen geblieben. Gib mal einen GPS. Da zum Schlüsselmacher. Was ist der Money, oder was? Mela, nicht so schnell. Oh mein Gott! Okay, wir sind am Arsch. Die kommen. Die kommen? Ja. Okay, dann gebe ich Gas. Oh nein, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Mila, nicht. Wir müssen uns aber rausreden. Die verfolgen uns. Ja, aber wir müssen uns rausreden. Oh Mann, okay. Wir sagen, du fährst du hin. Das kannst du klären. Okay. Nein, ich meine nicht von ihm. Na, Kano zu. Na, Kano zu. Hallo. Die Hände wieder runternehmen, alles gut. Ja, ja. So wie die gefahren ist, knallt die uns ab. Für mich ein Ausweis? Ja.
Und den Führerschein bitte. Führerschein? Ich bleib da nicht runtergefallen. But we. Dankeschön. Oh ja, die Frau Kusch. Ja, das ist. Kollege, bin Sie ich. Können einmal den Herrn noch kontrollieren. Und dann gucken wir. Ja. Ich will auch nochmal Ihren Ausweis haben. Ja, aber dafür muss ich die Hände runternehmen. Ja, können Sie gerne runternehmen, kein Problem. Kai, bitte nicht schlagen. Nein, bloß nicht. Da, bitteschön. Ich glaube, der ist runtergefallen. Bitte nochmal. Wie, warum lass den normales fallen? Ah, ja, nicht. Das ist ja ungeschickt. Ja. Na, perfekt. Der ist nicht runtergefallen. Ich hab ihm den Namen für gar nicht gegeben. Achso. Curtis Kusch, alles klar. Oh, ich mach mal den Motor aus. Was soll das? Schon gut, der. Los, nicht wegfahren. Lass an, für die Umwelt. Ach ja, du hast den Schlüssel. Ja, lass ihn druckern, alles gut. Frau Kusch, haben Sie einmal Ihren Ausweis wieder? Oh, dankeschön. Ich bleib mal bei einer Verwarnung. Alles klar, ja. Da war auch ein Auto hinter uns. Die hatten Maskierung auf. Ein, so ähnlich wie das da in Schwarz. Warum hat der Rückkopplung, der Bruder? Und die haben gesagt, wir sollen anhalten und ich vor hatte Fisch, Angst für 3:33 und Kuss zurück, dankeschön. Haben sie recht, richtig gemacht, tatsächlich, ja. Verlacht ja, sie können ja ruhig die Hände runternehmen. In Park. Ich hab Angst, der Herr vor mir redet ganz komisch. Der redet komisch? Ja. Ja, wie das denn? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Jetzt lass den Mann in Ruhe. Kai, das liegt daran, weil die keinen Schuh an hat. Deshalb ist die so gefahren. Das ist gar nicht wahr. Ich hasse Schuhe. Aber barfuß hat man tatsächlich das beste Fahrgefühl. Ja, ich baue auch sonst immer nur Unfälle. Dann pisse ich mir gleich auch in die Schuhe, will du. Deswegen fahre ich immer nur 20. Pro Radmutter, oder? Was ist eine Radmutter? Gut, lassen wir es dabei. Frau Kusch, ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt. Ich wünsche das auch. Können wir schließen zusammen. Okay. Bye-bye. Du bist ein Verkehrsraudi. Ja, oui. Der hat mir meinen Ausweis nicht wieder gegeben. Das ist schon scheiße. Oh mein Gott, du bist einfach niemand mehr jetzt. Ich geh zum Pilli noch und hol den Müll da. Aber weißt du, wer das war? Mm-mm. Der hat mir Angst gemacht, der hat komisch gesprochen. Um mich gesprochen. Wärst du jetzt ein normaler Mensch? Okay. Auch? Auch? Was auch? Wäre ich gefahren, ne? Dann hätten wir Strafe zahlen müssen. Du musst nur keinen zahlen, weil du ein Hübscher bist. Ja, ist überhaupt nicht wahr. Hast du nicht gemerkt, wie die gelacht haben, weil ich nicht weiß, was eine Radmutter... Ich wusste nicht mal, dass Räder Mütter haben. Das ist eine Schraube, du Dummkopf. Oh, oh. Wo willst denn du hin? Na... Da, wo du ein Navi gemacht hast. Ja, aber du kannst doch nicht durch die Hood fahren. Das ist der Dschungel. Ja, sollen die doch kommen. Ich bin heute cast auf. Ich mach Gangbang gegen die. Machst du ein Gangbang gegen die? Ja. Okay. Wenn ich mal guck. Oh, oh. Was ist denn hier los heute? Ich verstehe das auch nicht. Siehst du, das mein ich mit Gangbang. Mit dem Dschungel mein ich. Der hat uns sogar nur angehubt. Der hat so gemacht. Der wollte bestimmt, dass wir helfen, aber ich bin ein netter Mitbürger. Oh, oh, jetzt. Wir müssen nachhören. Achtung! Ja, Mina, Curtis mit K, was geht ab? Was geht ab, Curtis mit C? Mina hat dir im Führerschein bestanden. Ja, und hast du direkt ein Auto ausgegeben, oder was? Na klar. Ich wurde gerade von Cops angehalten, weil ich Kass bin. Okay. Aha. Ja, was geht ab, Jungs? Ey, Jorge, mach mal einen Schlüssel nach. Na, komm, Böll hoch. Ja, der Motherfucker kam uns entgegen, der Abdonis. Noch
nicht da? Nope. Aber es ist bestimmt schon eine halbe Stunde. Psychotic Donkey, danke schön für den Wiesel, 17. Monat. Und hallo, Devgott. Ruf doch mal an. Tackt sich immer noch weg. Bestimmt. Die muss mich erst anrufen, damit ich sie wegdücken kann, weil sonst ist unfair. Hat sie zwei vor. Scheiße. Hattest du nicht noch Schuhe bis eben? Ach, die habe ich weggeschmissen, weil ich bin jetzt sauer auf Schuhe. Weil du dich eingepisst hast. Gott. Hab ich nicht. Ich bin im Warlock gefallen. Hose gepisst hast du, gestohlen wie ein Pferd. Bin in Warlock gefallen. Wie der alte von Scary Movie am Anfang. Bin in Warlock gefallen bei Kanal. Gar nicht wahr. Doch, ich wollte nach den Opti gucken. Den gibt's gar nicht. Gibt es ja wohl. Gibt's nicht. Ich hab den gehört. Du hast dich einbepisst vor Angst. Hab ich nicht. Hast du ja wohl. Halt die Klappe, sonst schlag ich dich wieder. Hier nichts Neues. Ja, jetzt beruhigen wir uns einfach mal. Erstmal richtig zu. Danke. Oh mein Gott. Meine Ärmchen sind schwach, aber mein Wille ist stark. Nicht mal der. Doch. Und jetzt. Wie hast du? Ja, Jungs, haut rein. Ja, ne, viel Erfolg. Die denken jetzt, dass ich voll der Lutscher bin. Oh Gott, das ist so ein Lutscher, ist ne? Okay. Ja. Ist nicht okay. Das ist voll die schlimm. Übelste Pfeife. Ich glaube, der kauft seine T-Shirts richtige auch immer in Italien. Da hängen wir so Spaghetti drauf. Ich werde da gern dominiert. Okay. Kabun jetzt. Warte, ich gebe dir Schlüssel. Ich schmeiß rüber. Okay, gib mich. Da bitte schön. Für den Auto. Die Auto. Und die fürs Haus. Fürs Haus. Mhm. Gehen wir überhaupt noch mal arbeiten? Ja, ich wollte schon mal wieder arbeiten. Oh, oben? Das soll die Neueröffnung von Medusa fahren. Die haben jetzt einen zweiten Friseur. Das ist ein Sandshorts und Looney Spice Alder. Gibt's Essen und so. Wo? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich mach GPS, okay? Wo? Ja, chill doch mal. Wo, wo? Ja, was ganz oben lohnt. Oh. Pass auf, das ist ein Pfad. Fick dich! Sollen wir vor der Waschanlage fahren? Wo ist der? Boah, du kennst du dich nicht aus? Nö. Na, die ist irgendwo hier. Warum? Flirte mal mit denen. Warte, der hat doch meinen Ausweis. Oder? Was? Echt? Ich glaub schon. Ja, dann renn schnell. Nein, du fahr völlig rückwärts. Rückwärts? Aber wenn ich Ärger bekomme. Hallo? Entschuldigung? Hallo? Haben Sie uns gerade angehalten? Nee. Nee. Wir wurden gerade angehalten von einem Polizeistreif und ich habe meinen Ausweis nicht wieder bekommen. Hey, du Arschloch! Hey, du Arschloch! Das Auto ist teurer als dein Leben, du Penner. Und deine Versicherung. Ich hab dir gesagt, dass noch einmal ich täte dich darunter. Wenn sie... Hey. Ich sag euch, wie das ist, wenn ihr den jetzt auf die Fresse hauen hättet, den hätte weggekickt. Ja, komm mal ich hab nichts gesehen. Yo, der Pisser hat mich erst beleidigt. Warte, darf ich jetzt immer noch schlagen? Mhm. Okay. Na gut, wir sind am Alter, Tudu. Ha, du Lutscher. Boah, der hat den vom Fahrrad getasert. Von getasert mit dem Fahrrad. Hast du im Rückspiegel geguckt? Nö, hab ich gar nicht. Ich aber gesehen. Ich war auch okay damit, das zu verpassen. Weil ich verpasst vieles und irgendwie was Neues ja, die Klappe. Ist das wirklich. Bisschen dafür? Taschengeld, bisschen Shopping und so. 100.000? Ja. Wo hast du so viel Geld her? Hast du nicht den Punkt gesehen auf dem Geldschein? Du fährst falsch rein, Schummelder. Ach, wo ist schon hinten, wo ist schon vorne? Wer bestimmt denn das?
Die Roxy hat uns übrigens einen super Preis gemacht für Tooling, ne? Welchen? Na, du musst ja 2 Wochen umsonst arbeiten. Ja, oui. Ja, ich muss das Auto lackieren lassen. Warum soll ich umsonst aber arbeiten? Na, weil du die Schulden abbezahlen musst. Bitch, ich mach sicher gar nichts. Das werden wir sehen. Ja, das werden wir auch. Na, und dann nehme ich deinen Minke und deinen Perücke und dann gehe ich hin und sag, ich bin Mila. Wenn du das machst, verpüge ich dich. Wir müssen tanken. Du weißt genau, wie du bist. Wir brauchen... Du sagst dann voll dumme Sachen. Wir brauchen Sprit. Bitte. Und, wie gefällt dir die Karre? Nett. 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 Okay. Ich suche eine Tankstelle. Okay. Ich hätte niemals gedacht, dass der Nick trifft, Alter. Der war sonst immer nur für Cringe-AP zuständig. Hallo, Schwester Kusch. Alter, jetzt fangen an, meine Ohren zu jucken. Was habe ich in meinem Körper drin? Mila! Mila! Hör auf! Ich krieg einen Herzinfarkt. Warum? Kein Kratzer machen. Weißt du, du hast Angst um das Auto und nicht um mich. Na, du bist ja auch safe im Auto. Wir haben Airbag. Wir haben... Wie cool ist hast du jetzt gespuckt oder mich meine Peitsche gehauen? Ich hab dich gespuckt. Mich hast du gespuckt. Ja. Aua, was soll das, du Assi? Ja, warum spuckst du mich an? Gleich schaue ich deinen Goldzahn raus. Nein. Das ist echt gemein. Ich weine ein Telefon. Wein doch. Mach ich auch. Machst du nicht? Mach ich wohl. Ich rufe Polizei an und sag, ich möchte häusliche Gewalt melden. Ich hab Mila mal lauter gemacht. Wenn du das machst, dann passiert mir nichts, weil ich habe keinen Ausweis. Weiß aber, auf. Wer du bist. Hä? Du musst auf, warum? Ich tank, okay? Was passiert? Nichts, da war ein gelber Bulle. Ja, ich weiß doch, habe ich doch gesehen. Okay. Ich wünsch... Was? Ich habe nicht verstanden. Manchmal wünschte ich einfach, du würdest einfach mich vertrauen. Na, ich vertraue dir, sonst würde ich dich nicht fahren lassen. Mich einfach vertrauen. Ich vertraue dir. Mich vertrauen. Halt's Maul. Vertrauen. Weißt du, wie teuer der Sprit ist für die Karre? Full Tank? $4? $60. Geh doch. Oh, ich glaube, das ist von Memo die Freundin. Okay. Mann! Das ergibt keinen Sinn. Ich hab nichts gemacht. Okay, ich mach die Pelle. Wagner, Soren, danke schön für den Prime-Sub im 3. Monat. Und hallo, Zerxel. Und Tante, die ich heute nicht begrüßt habe. Und Green Kush, danke schön für 2 in Euro. In ein Land vor uns, Tata. Ja, der Tata. Mila, wo warst du als Gondor? Wo warst du als die Best von Peel? Auf Koh. Was willst du wetten, dass die uns überholen? Ich glaube, man darf hier gar nicht überholen. 100% überholen die uns. Ich glaube, man darf nicht überholen. Der beißt schon ins Lenkrad rein. Der hat schon keinen Bock mehr. Es gibt nicht viele in diesem Land, die so anständig fahren will, du. Ja, aber mich gibt's. Ja. Und darauf kommt an. Willst du echt jetzt mit 60 km/h über den Highway? Ich sollte vorsichtig fahren, oder ja. Nicht?
Na, siehst du. Aber ich sag gut, doch lieber wenn wollen. wenn du so kast auf bist. Nee, hör auf. Dann können wir auch 80 fahren. Ja, das ist besser. Hallo, Obelix. Nee, das ist mir ein bisschen zu wenig. Die Lippe ist lackiert, ja. Ich will nur überlegen, die auch weiß zu machen. Aber ich finde ganz okay. Und Pyro, danke schon für die Wii Sub 5 und hallo. Meinst du? Was denn, Theo? Rutschespuren. Ohrflecken meinst du? Ohrflecken. Rutschespuren. Ohrfecken. Rutschespuren. Ohrfacken. Rutschespuren. Ohrfacken. Schau mich mal an. Okay. Ich kann nicht lachen. Warum nicht? Bring Depp auf die Straße. Was? Was hat der gesagt? Kannst du wohl nicht lachen? Weil du so langsam fährst. Das ist echt du bist gut. Auf dem Highway. Ja, doch, und da kommt der Nächste, der uns überholt. Der hat auch was gesagt. Ich mache alles richtig. Guck mal, ich schaue in den Rückspiegel. Dann mache ich Schulterblick auch, wenn nötig. Ich mache alles richtig. Mach, wie du meinst. Okay, ich stehe da voll hinter. Und darum bist du auch irgendwie der Einzige, der mich heiraten wollte. Bei wie viel hast du denn gefragt? Bist du am Zählen? Viele, so. Wie viele hast du gefragt und wollen mich nicht hören? Glaubst du, grob 373. Du hast 373 Leute gefragt. Ja. Und keiner hat Bock auf dich. Nö. Ja, zum Glück hast du mich gefunden, besoffen in der Bar. Ja. Einen Dumm findet man doch immer. Ja. Auch einen Bindeshund findet man cool. Ja. Ich hab immer an mich geglaubt. Was denn? Nix, alles okay. Eigentlich total sinnlos, dass wir die Karre gewaschen haben, wenn wir im Norden fahren, wo ganz viel Wüste ist. Ja, du doof. Du bist ein Doof. Selber lachen alle Kälber, lacht der ganze Stall und du hast einen Knall. Hände knallt. Hände knallt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir stundenlang am Tag immer nur Nonsens quatschen? Ja. Warum? Weil das uns wichtig. Okay. Ich würde gerne hier oben wohnen. Hier? In so einem Taylor. In Taylor? Ja. Ja, dann kannst du aber schön alleine wohnen, mein Warum? Freund. Nee. In Taylor. Verlässt du mich, wenn ich kein Geld mehr hab? Ja. Warum sagst du ja? Wie? Was bist du nur für ein Pfau? Ich bin ehrlich, Entschuldigung. Dann lüg mich besser an. Okay. Aber jetzt ist schon zu spät. Warum? Na, bald. Weil du schon ja gesagt hast, du blöder Arsch. Ja, aber... Wenn das aber Leute jetzt gehört hätten, würden mich alle auslachen. Wasch. Guck, der Pfanne ist neu im Friseur. Von Dasha. Ich fahr vorsichtig, damit ich nicht aus Versehen wie ein Unfall. Mhm. Das machst du gut. Man kann einfach drin fahren. Kannst du jetzt weiterfahren? Ich will niemand aus Versehen umfahren. Genau. Glaubst du, ich schaff's hier zu parken? Also schaffen Sie das, Lady. Wie bitte? Schaffen Sie das? Ja, ich will nur niemanden umfahren. Ach, da. Du einfach durchheizen. Sie haben das stärkere Auto.
Okay. Kann ich hier einparken, Gaudi? Natürlich, überall, wo frei Platz war hier ist, ne? Alles klar, dann ich geb mein Bestes. Okay. Obacht! Ich park jetzt! Ach du Scheiße. Also ich glaube, die Bevölkerung von Los Santos ist nicht überzeugt von deinem Fahrkünsten. Ich bin gute Fahrerin. Ja. Wir haben's gleich. Oh Gott. Pass auf, ungefähr 30 Meter hinter uns ist eine Palme. Das Telefon. Hey. Das ist großartig. Millimeterarbeit. Pass auf! Ja! Die lachen uns schon alle aus. Mina, nicht so... Mein Gott, warum habe ich das verdient? Bist du okay, fertig? Glaubst du, das passt so? Ja, jetzt den Zimtschlüssel umdrehen, damit die Karre ausgeht. Und dann ziehst du das raus. Okay. Ja, hast du super hinbekommen. Hm? Sieht gut aus. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch Profi. Im Einparken? Ich bin ja kein Einparkanfänger. Bist du nicht? Nö. Okay. Und du? Mm-mm. Howdy. Wen willst du hauen? Howdy. Was will die mit der Schuppe? Na, howdy. Ich fühle mich irgendwie fremd, wow. Na, bewussten. Oh, Dori ruft an. Ich muss die jetzt wegdrücken. Warum? Weil, ich hab gesagt, das muss sie mir lassen. Und dann soll sie mich zurückrufen. Ja, Hallöchen! Sie hat aufgeregt. Vielleicht musst du jetzt zurückrufen. Aber dann hat sie einen vor. Ist doch nicht schlimm. Was denn? Sie ist angegangen und dann hab ich aufgelegt. Ja? Warte, dein Auto kaputt? Wie soll ich denn dein Auto kaputt fahren? Jetzt leg dich erstmal ab, okay? Weißt du, wir können froh sein, dass es uns gut geht, weil das ist alles nur materialistisch. Also, meine Bremsen tun nicht so gut. Die haben keine Fassung und ich kann es auch nicht fassen, aber so ist es. Ja, unfassbar, oder? Einfach keine Fassung. Ich hab Hunger. Ja, keine Sorge, meins ist auch kaputt. Weil die Bremsen tun. Ja, mein Auto kann es auch nicht fassen. Ach so, Kaya, es wurde wohl angebrochen, aber das werde ich Ihnen sagen. Soll ich noch was sagen? Insel war das? Ja, super. Dann hat der aber auch meinen Schlübis gekaut. Mein Rai. Na, Paro, besser weiß ich nicht. Ist, ich muss ein bisschen wenn auftauen, ich den in meinen linken Finger das heißt bekomme, nicht so dann ist der tot. Weißt du, ich war bei dir vorhin und hab den Jungs gesagt, dass du mich zurückrufen sollst und dann drück ich dich weg, damit wir wieder so gleich sind. Und dann sollst du mich nochmal zurückrufen. Aber scheinbar haben die dir das vorher nicht gesagt, weswegen ich verstehe, dass du verwirrt jetzt gerade warst. Aber du hast mich halt vorhin weggedrückt. Und ja. Haha, lach mal, Smiley. Das ist wirklich witzig. Hey, ich wollte mich noch irgendwie mal tätowieren lassen an den Hals.
Oh, Curtis ist krank, das nervt so, ne? Ja, genau, lass mich alleine stehen. Fäng dich, Mann! Nervt das. Oh Gott, der hustet mich die ganze Zeit an. Fäng dich. Du bist nur am Quatschen und am Telefon. Alles klar. Quasselstrippe. Okay. Tschüss. Du kommst jetzt sofort hinterm Laden und twerkst für mich. Die kommt so einfach mit. Warum hinterm Laden? Na, weil uns da keiner sieht. Ach so. Das ist aber nicht hinterm Laden, das ist eigentlich hinterm Parkplatz. Das ist egal. Nö, du hast gesagt hinterm Laden. Ich will da nicht überklettern, genau deswegen. Boah, dann, okay. Bo, wir gehen jetzt ins was hier, zu essen guck kaufen. Guck mal, hier bin ich hinterm Laden. Okay. Wenn ich hier stehe. Hä, bist du bereit? Ja, ich weiß halt nur, mein Gott. Oh. Oh. Hä, wir haben hier überhaupt nichts Verbotenes getan. Ach, alles gut. Los, Truck. Ja, reib deinen Arsch an der Wahl. Okay, jetzt du. Nee, ich mach das nicht. Bin noch keine Professionelle. Aber ich oder wie? Nee. Das ist mir später jetzt eingefallen, okay? Was? Na, das ist scheiße, was ich gesagt habe. Audi. Ach so. Hallo. Audi doch selber. Die ist schön. Wo ist die denn? Ich weiß nicht. Innen? Eine halbe Mille oder sowas. Hi. Die Kollegen. Also ich weiß nicht, hallo, Kollege. Du schubst. Du schubst. Du schubst. Aber ist der totale Müll. Ist der totale Müll. Das ist nicht Itami. Dann machen wir 200. Willst du die Haare schnell lassen? Nö, und du? Nö. Warum setzen wir Zellen? Den bin ich alle hier, um den Laden zu feiern? Wir sind noch am Überlegen, was wir wollen. Okay. Wenn nicht, einfach bei der Dame da hinten, bei mir, einfach melden. Alles klar. Zeig dann auf. Ich habe doch gelesen, dass hier irgendwo was zu essen geben soll. Ja? Ah, Frechdachs, wo guckst denn du hin? Hallo, Gab. Es muss doch draußen irgendwas zu essen geben. Weiß nicht. Na komm, besuchen. Ich sehe den Tyler von hier. Nun gut. Draußen steht Tyler. Der Pfohlene. Scheiße. Ist so? Boah, die sind ja gar nicht so aggressiv. Ja. Komm, wir fragen Tyler. Oh fuck, boah. Hallo Tyler. Ich erschrocken. Hallo Tyler. Wo kann man hier was zu essen kaufen? Hast du kein Viech mehr? Zu Lonny, guck mal, oder zu Ruby da drin. Was sind die denn? Ein Viech. Ah, neben der Dame mit dem pinken Cowboyhut. Ach, das ist ein. Nee, ich hab kein Viech mehr. Ja, aber ja, ich. Gut. Hey, klaust du mir mein Thunfischgeschäft? Nee, ich hab kein Thunfisch. Was für ein Viech hast du dann? Was? Welchen willst du? Was schmeckt der sonst noch? Viech. Ja, welchen Viech? Haifisch. Ja, das geht auch nicht, ne? Oder das ist groß. Fischstäbchen. Mehrigen Lecks oder was? In dieser Stadt darf nur einer Fisch verkaufen. Ein Selfie-Fisch kann ich dir geben. Oder ein Rotarsch. Mila, der will. Ein Rotarsch? Der will, sag ich, sein Rotarsch fressen. Hier ist ein Rotarsch. Das ist okay. Danke. Ja, bitte. Danke. Was geht hier oben ab? Aber ich hab jetzt nur mit noch einen Brötchen, ich hab schon einen roten Arsch. ein was Thunfisch? Denn? Wir haben ihn gestern. Nee, ich hab Arschpilz. Oh, so. Ja, gut. Das ist echt hartnäckig. Den hat die von mir. Ja, hartnäckig, genau. Hoffentlich nicht so schlimm wie Sumpfarsch. Ist schon ziemlich schlimm. Husten am Popo. Scheiße, kannst du überhaupt noch sitzen dann, oder? Brauchst du so einen Ring?
So ein Donut. Draufsetzen. Kann mich doch nicht jetzt auf den Donut setzen. Was kann denn der Donut für meinen Arschpilz? Nein, so ein Luftkissen, der so aussieht wie ein Donut, weißt du? So ein Donut. Ja. Aber dann will ich das vielleicht essen, weil ich denke, das ist ein Donut. Oder einreiben. Einreiben? Ich reib ein. Ja, auch passieren. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja, Caro. Was schon mein Dr. Chuck oder so? Vielleicht kann der mal. Da gucken, der fragt mich auch immer, ob ich da was am Arsch habe, ob man gucken kann. Apropos Arbeit, ich muss noch meinen Patienten anrufen. Wen? Meine Patienten, ich bin Therapeutin. Wirklich? Für was denn? Für alles, glaube ich. Ich bin bei Chuck bei Hypnose, der therapiert mich auch, deswegen. Ich rufe den Pinsel an. Okay, der Herr. Paar Pinsel, du hast mir kein Eis mitgebracht. Nein, ich habe nicht zu Hause geschlafen. Warst du bei Dori? Nein. Stimmt, die wohnen nicht bei uns. Ich habe auf Arbeit geschlafen. Oben im Paleto? Ja, ich hatte gestern... Mir ging es gestern nicht gut, dann habe ich mich einfach dort hingelegt. Ja, merkt ja eh keiner. Waren ja Betten frei. Ob jetzt ein Verrückter mehr oder weniger da ist. Wir sind doch, in Zentrum. Da war Schießerei. Echt jetzt? Warum? Ja. Dann haben wir die verarztet und dann habe ich mich neben den gelegt. Okay. Wir sind in Sanchos, der hat einen Friseur aufgemacht. Das wird irgendwie gefeiert. Hallo, Charlie. Oh, gut, dass ich überhaupt gar nicht gerade erst daherkam. Willst du heute arbeiten oder hast du irgendwas geplant? Ich habe gar nichts geplant, aber ich habe mich bei der Polizei beworben, Gottes. Und haben dich angenommen? Nein, ein Master wird sich bei mir melden. Okay, dann viel Glück. Da musst du dich benehmen. Nur fürs Einstellungsgespräch. Und danach kannst du wieder voll den Fußball rausholen. Ja, ich weiß. Ich komme jetzt zu dir und ich muss dir nur was zeigen. Okay. Gibt's irgendwas, was du mir sagen musst oder so? Und du brauchst nur einen Schlüssel von zu Hause, ne? Genau, ich brauche einen Schlüssel, muss ich dir sagen. Die habe ich bei. Bekommst und du gleich. Der Rest? Ja, ich bin gleich da. Und kein bis gleich. Du auch. Ja. Bye-bye. Ja. Hallo Memo. Und hallo Loco. Und hallo Live Arrow. Hallo. Ja, Jimmy. Ben, der Pinsel kommt jetzt ja. 18. Okay. Dai. 8. Man kommt schon. 10. Geh nicht ran. Der war gerade aber hier, ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Wer denn? Der Jimmy. Jimmy? Ja, mit dem habe ich gerade gequatscht. Nennen Sie Anwalt. Ist das der Typ, der aus der VP mit dem blauen Hoodie? Der hat gar kein Oberteil angehabt. Hm. Aber der hat immer so ein buntes Wochen gehabt, zumindest. So ein Leuchteding. Okay. Aber vielleicht hat er das mal in der Wäsche, ey, nach ein paar Wochen. Deswegen hat ja, du siehst auch immer gleich aus. Ich? Nee, gar nicht. Mich erkennen meistens die Leute gar nicht, weil ich immer anders aussehe. Du minkst dich ja immer noch. Was mache ich? Minken. Ja. Da. Minke ist gut. Minke. Yep. Für die Hautveruntätigkeit. Den kann ich auch, der kommt guck, da oben auf den meine Lippen zur Geltung. Mal gucken. Guck mal meine Lippen. Wer ist das Teil? Wie heißt der? Hey. Was? Der Typ. Welcher Typ? Na, der da steht. Oh mein Gott. Der Crispy oder was? Milo! Das ist Crispy Chicken, aber ohne Chicken. Ach, das ist Crispy. Ja. Du hast die Jacke von Training Day. Training Day? Das ist ein Film. Ach so, ja, ich glaube, ich mal gesehen. Ach, cool. Mit Wednesday Washington oder so. Genau. Und was machen die heute noch? Viech essen. Viech? Viech? Wir arbeiten im Baker, wenn irgendwas habt, kommt vorbei. Was bakst denn? Nein, Baker, Krankenhaus. Ach so. Ein Palito oder was? Ja. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich dachte so Hörnchen Pinsel. Oder so. Was ist so ein Croissant-Hörnchen und so? Nein, Viech. Ein Viech? Ja, Viech-Croissant. Viech. Ja, Viech-Croissant. Ja. Kannst du reinmachen ins Croissant? Gibt's kein Viech-Croissant. Nicht? Ja. Ich bin heute nicht so gut, Dings. Hab kaum Energie. Sonst hätte ich euch beiden schon in Fresse gehauen. Samenspende. Wirklich? Samenspende. Hallo, Pinsel. Ah, hast du dich eingetragen für die alljährliche Samenspende? Nein. Irgendjemand hat 2 Liter gespendet. Und der fängt mit R an, Punkt H.
Ups. Oh. Ja, dann. Und Onni. Onni. Ja. Onni Ops. Onni Ops. Onni Ops. Hat aber ganz schön Tinte auf dem Füller gehabt, ja. Na gut, okay, was soll ich erzählen? Ich brauchte das Geld. Aber deinen Samen kann man doch gar nicht wiederverwenden. Außer für Milchreis. Deswegen habe ich ja 2 Liter gespendet. Okay. Einer ist bestimmt brauchbar. Also du kündigst oben im Truck? Ja, hab ich vor. Ich wollte zur Polizei, wenn der sich meldet. Aber wenn du Polizist bist, verhaftest du uns dann? Nö. Okay. Der Boden ist Lava. Dai. Bye. Was? Ich verstehe. Oh. Tot. Aha. Verdammt. Ich bin so langsam. Das musst du schreien, Mila. Mal gucken, wie Milde macht. Oh, jetzt kommt der Sheriff. Der Boden ist Lava, Sheriff. Ja, aber er liegt auf unserem scheiß Auto, verdammt. Oh, wow, alles cool. Ja. Nein, der Boden war Lava. Ich wusste doch, wir werden uns einig. Der Boden ist Lava gewesen. Ich hätte die Flinte aus. Black Hammer. Hätte ich denn tun sollen? Ach Mann, ich wollte die Flinte aus. Oh, warte. Ich kann gar nichts mehr tun. Ich bin tot. Nein, du bist nicht tot. Ich trage nicht keine Schuhe an. Oh, ich bin sauer auf Schuhe. Verbrannt von der Lava. Er war gut. Er war absolut schlecht. Er sollte sich in Grund und Boden schämen. Also, Pinsel, du gehst in die Polizei. Wir arbeiten ja, weiter oben. Polizei. Ja. Und wann kriegst du Bescheid? Wenn der anruft, ich weiß nicht. Hast du dein Pullover verkehrt rum an? Mich hat gestern eine Dings angerufen. Jemand mit einer ganz komischen Stimme. Der hat meinte irgendwas, ich soll irgendwas holen. Ich habe einfach aufgelegt. Weil ich konnte nicht so gut reden. Ich wurde angerufen von jemandem. Ich wurde angerufen von jemandem. Von wem? Weiß ich nicht. Ah, das doch, war sowieso also verstellte Stimme. Aber ich habe aufgelegt, ich hatte Angst. Unbekannt. Mir hat auch jemand angerufen, unbekannt. Was hat er gesagt? Warte mal, ich hab das. Warte. Angerufen, Ich glaube, vorgestern. Was hat er gesagt? Oder die? Hab ich vergessen, war nicht wichtig. Denk dran, was wir geklärt haben mit dem einen Tupen, ne? Den einen Tupen. Du weißt doch, wegen dem Torso. Ja. Ich habe keine Ahnung, oder? Ich kann nicht lachen. Wegen dem Torso, was wir gequatscht haben. Ja, wegen dem Torso. Mit dem einen Tupen im Auto zusammen zu dritt, wo wir nackig waren. Ja, nackig? Wie willst du zur Polizei gehen? Du kannst nichts merken. Oh, scheiße, ich bin doch krank. Ja, ich auch. Ach du Scheiße. Ich habe auch Schmerzen. Wie krank? Ich habe was ganz Ansteckendes. Ich auch. Eine Viecherallergie, oder? Nee. Darf ich mitlesen, Miller? Du sollst doch nicht mal in die Bilder gucken. Und hör auf, dran zu zoomen. Auf. Entschuldigung, ich such doch nur. Was? Den suchst du schon ganz lange. Oh, was sehe ich denn da? Was hat die denn da gepostet, die Billy Nakamura? Ja. Oh. Kannst du das durch deine Bille sehen, oder wie? Oh. Na, ich guck doch bei dir, du bist ja auch im Netz. Die hat eine andere Schriftart benutzt. Oh. Ja, dann muss die wohl. Nee, Pinsel, heute kein Fußball, heute ruhig. Was ist denn jetzt los, alle holen ab? Weiß nicht. Der Boden ist Lava! 3, 2... Oh. Aber alle machen mit, fast, also außer die Medic-Krieger. Oder? Ich habe überlebt. Wir haben überlebt. Mo, viel Spaß. Okay. Wo ist Köln? Ey, tut Dankeschön für die Pfandflaschen.
Er ist verbrannt. Dann ist der Boden Lava. Ist schon wieder normal. Ist schon wieder normal. Huch. Da ist er. Ja. Das war cool. Ja, da steht, den was du anrufen wolltest. Ja. Das ist Jimmy da drüben. Ja, das ist der mit dem Schlück auf. Pinsel, sollen wir dir helfen beim Einkleiden für den Polizei? Ich hab schon... Ja, du musst mir helfen. Mir fehlt noch was. Was denn? Aber vorher muss ich dir was zeigen. Und Mila. Okay, sollen wir hinter dem Friseur gehen? Da hat Mila gerade für mich getwerkt. Ja, geil, dann kann sie bei mir weitermachen. Nein. Ey, apropos Pinsel war der Einbrecher, ne? Du bist bei uns eingebrochen. Ach ja, das wollte ich euch sehen. Ich hatte keinen Schlüssel, habe ich einen Dietrich verwendet. Warum hast du in Milas Unterwäscheschublade rumgefummelt? Na, weil dann, wenn du eh denkst, dass ein Einbrecher ist, dann muss man noch Sachen durchsuchen. Bist du bescheuert, du wohnst da? Das klingt logisch. Das klingt nicht logisch. Warum nicht? Finger weg von dem Schlüpper. Okay, sorry. Und wenn dann nur die Dreckswäsche. Wenigstens ist er nicht ans Alice. Die roch aber dreckig. An dein LSD kann ja auch keiner, du versteckst es immer zu gut. Okay. Na dann und zeig uns. Ich muss euch sogar noch was erzählen. Das willst du das vor Christi erzählen? Mir noch egal. Der gehört zu dem Jonathan. Stell dir mal. Zu wem? Wer ist Jonathan? Na, der Jonathan. Meinst du Baby L? Ja, und der Rothaarige. Oh, was ist mit ihm los? Ist er besessen? Oh, weicht von mir. Lauschig wie die Haare. Was passiert? Der Jonathan ist böse. Wer ist Jonathan? Der Rothaarige, der Frechdachs, genau. Weiche von mir, Dämon. Also nun erzähl schon. Da war so ein Typ, der hat mir einfach seinen Lebenslauf erzählt, hat mir erzählt, dass er gerne ins Kokain-Business reinkommen will und hat dann mir seinen Plan erzählt, womit ich gar nichts zu tun habe. Ich wusste nicht, wer der ist, und der kannte mich auch nicht. Na, du musst nur die Polizei das erzählen. Ja, den habe ich direkt verpfiffen. Okay, was willst du zeigen noch? Ich habe einen Song gemacht. Okay, ist der okay für die Ohren oder tut er weh im Ohr? Ich würde... Mach lieber, dass er weh tut. Mach schon laut. Aber hast du den Beat selber gemacht, so free for frog? Nein. Oh, das war so ein... Ja. Ein Kojote. Wir singen ein Kojote. Wo ist der Helm? Mann, ich hasse diese Papierstrohhalme. Warum? Weil ich es nicht reinkriege. Ja, kenn ich. Den Beat habe ich, das ist ein Free Beat. Chat, nehmt euch Kuscheldeck. Ich habe gesagt, heute nur 30%. Das wird sich heute nicht viel ändern. Ich dachte, wie das. Aber ich habe euch trotzdem. Wie du willst, musst du wissen. Weißt du was? Eigentlich kennst du den Beat, den habe ich dir schon. Hast du mir den schon vorgesungen? Gezeigt. Den Beat habe ich dir damals schon gezeigt. Komm, dann geh mit zur Seite und hören das. Ich vertraue dir. Okay. Kommst du mit, Crispy? Ja, klar. Crispy Bacon. Nix Rambazamba, Junge. Ich würde schon wieder so ein Scheiß-Tablette sein. Okay. Also, ich weiß nicht... Aber mach nicht so laut. Nee, mach nicht so laut. Ich kann es einfach schon machen. Boah, Mila, wir haben gleichzeitig angefangen zu tanzen. Ja, ihr seid so toll. Danke. Ja. Ich habe Remspuren in Unterhose. Ich weiß, ich mag das. Wollt ihr wissen, worum es in dem Beat geht? Hören wir das nicht? Das ist bestimmt ein Diss-Track, ein Piep. Das ist ein Diss-Track gegen eine Tok-Tokerin. Wie heißt die? Sony. Klingt wie Donation. Ja, voll, stimmt. Voll die Dings. Voll die, Baiterin. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn doch, sag Bescheid, ja? Okay. Okay. Zu laut. Das ist viel zu laut. Dann laut? Nur Geld. Verpiss dich mit der Karre. Genau. Okay, wenn du zu laut bist, sag Bescheid. Boah, ich kann jetzt schon nicht mehr tanzen.
Ein Diss-Track? Ja. Jo, jo, scheiße Pinsel hier. Aber diesmal nicht alleine. Ich hab meine Ging-Ging-Gang mit dabei. Ja. Du hast die Frechheit besessen, mich zu beefen. Jetzt schauen wir mal, wer wem beefen. Jenny macht Leute gerne fertig. Toni hat Ultras im Nacken. Toni ist damenbärtig. Toni braucht eine Stunde zum Kacken. Toni macht Leute gerne fertig. Toni hat Ultras im Nacken. Toni ist da mein Bärtig, Toni, braucht eine Stunde zum Kacken. Gerade aufgestanden und direkt in die Busch gesteppt. Für die Mutti, direkt das Mal zerfetzt. Toni sieht aus wie ein Frettchen. Im Gang. Was war das? Ich hab Mila beim Schnarchen aufgenommen. Doch, 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 viel zu arm für uns. Aber besser arm dran als arm ab, Bummerspruch. Toni macht der Frettste, doch mein liebischer Esther. Du stand zu hart, doch Toni dachte smart. Nahm den Account ihrer Jugendliebe. So eklig wie Bundesjugendspiele. Ach, ich bekomme Heuschnupfen. Ja, du bist die Mutti. Ich verstehe mich kein Wort. Liegt das an meinen Ohren gerade? Schubst alles wie mal weg, willst den Scheinwerferlicht. Ultras im Rücken, bleibst trotzdem am Rich. Toni, geh nicht auf die Willen, die Spitze. Wir haben Pinsel-Song. Du brauchst hier eine Stütze. Machst einen Druck bei Pinsel für die Reichweite. Und kommst du diesen Diss. Geh mal die Seite. Malo. Auf diesen Bandschleim ist die Nase ganz schief. Sorry für den Bruch, doch du wolltest den Brief. Bruch sie mit Pinsel wie Lidschatten. Doch seine Homies kommen aus dem Windschatten. Denn Essen soll immer schnell auf den Tisch. Keine Sorge, wir liefern ab dem Fisch. Das ist die O7 King Gang, sag ich dir. Wir machen dich fertig. Du kannst nichts gegen uns tun. Toni macht Leute gerne fertig. Toni hat Ultras im Nacken. Toni ist samenbärtig. Toni braucht eine Stunde zum Kacken. So berechenbar, wie er von Crack besessen war. Brauchte für den Song ja nur ein paar Wochen. Diesen Pinsel bringt doch alles an beim Kochen. Bei ich hab keine Ahnung, worüber der Track geht und wer Toni ist, Alter. Ich dachte, dass auf ihn verlassen war. Was? Stopp, ich sollte Toni dissen. Egal, dieser Pinsel soll sich einfach verpissen. Die guten Parts, ey, von mir geschrieben. So talentvoll, keine Wahl geblieben. Er hat nichts drauf, außer Zahnbelag. Hoffe, ich hab es allen klar gemacht. Eigentlich bin ich auf Pinsel seiner Seite. Ach, egal. Toni hat eh mehr Reichweite. Ja. Aber wer ist diese? Erstmal hallo, wow. Eben hallo, Oma. Du hast gar keine Reichweite. Wer bist du? Ja, scheiße. Es ist ja nur ein Diss. Oh, da schimmelt eine Kröte. Kröte. Was ist der? Scheiße, ich hab Angst vor Kröten. Was sind Kröten überhaupt? Sind das Hunde oder Hunde, Wölfe, Katzen? Ja. Boah. Alles, was ich weiß, ist der Bundeslava. 3, 2, 1. Los, Omi, komm hoch. Omi, bleib nicht tot. Der Bundeslava, Kinder. Was ist ein teures Auto? Ihr seid tot. Boah, wem gehört die Karre? Wieso? Weil der Bundeslava ist. Ihm geht Liesel und mir. Boah. Jetzt sind wir hoch verschuldet. Von wem habe ich den Kredit bekommen? Von Morales. Oh, der gibt Kredite? Ja, Lohnvorauszahlung für die nächsten Wochen. 15 Jahre. Ja, genau. Genau. Aber stilig, das passt zu uns so altersgerecht. Nicht, dass ein Schick. Wird. Ja, das ist so eine Sache. Da ne? Muss man immer gut drauf aufpassen. Pinsel, der Track war richtig gut. Aber ich habe nicht viel verstanden. Muss ich ehrlich sagen. Irgendwas ja. Mit Toni geht kacken und will mir am Glied weiß, packen. Wenn ich dann so. Sowas mein Telefon abspiele, klingt das kacke. Okay. Borsti, danke schön für 2 Euro. Habt ihr den Song von der Song, Dankeschön. Der für mich ist, habt ihr den auch schon gehört auf Bounce? Ich habe die App nicht mehr. Zu, Oma Inge. Wieso? 99 Dollar für 14 Tage. Weil ich mir diese ganzen Katastrophen nicht? Nicht anhören will. Aber, okay. Aber Blütezeit ist gut, Mann. Blütezeit ist richtig. Das ist voll Drip. Außerdem habe ich Musikallergie. Okay. Aber brauchst du doch nicht haben. Wieder hoch. Ich krieg, frag mich da, ich krieg große Puste. Entschuldig mich ganz kurz.
Muss du pusteln? Nein, hau nicht mit dem Schnorkel da. Wollt pusteln. Putzteln. Putzteln. Baby, was ist denn jetzt mit der Party? Freitag. Diesen Freitag? Ja, eigentlich schon. Oh, also da, da bin ich auf Wellnessurlaub. Aber ihr kriegt das sicherlich auch ohne mich hin. Nee, wir wenn müssen dann nur noch mal mit der Huka sprechen. Aber Mila, nicht besser, wenn alle dabei sind? Eigentlich schon. Was mit dem Freitag danach? Das kann ich auch nicht sagen. Vielleicht muss ich dann noch mal im Wellnessurlaub. Kannst du dich nicht zu Hause rasieren? Nein, ich muss das immer machen lassen, weil ich das so einen haarigen Arsch habe. Ich darf lass nicht wachsen statt wachsen. Genau, Mila hat so Kerzenwachs zu Hause. Ja, ich lasse es doch immer wachsen, aber ich muss es jede Woche machen oder alle zwei Wochen, wenn mein Haarwuchs so krass ist. Wenn ich das nicht mache, dann verharrt mein Ohr schon, ich kann nicht mehr auf Toilette gehen. Hast du dann Knuspermüsli? Ja. Mit Schokokügelchen. Der Pusterbällchen. Deswegen bänne ich meine Haare immer ab. Ja. Wir holen immer Insektenspray und dann machen wir Feuerfeuerparty. Das, was du erzählst, ist Quatsch. Nein, das ist real, Mann. Das heißt Kapusterbällchen, glaube ich. Ich mag Pusterbällchen. Ich weiß, dass Jizzy da kein Problem mit hat, wenn das später ist. Die wollte das nämlich eigentlich auch zu Halloween machen. Also ich glaube, die nimmt das nicht übel. Pusterbären. Also pass auf. Mila und du seid Chefe. Ihr entscheidet. Wenn du, das ist natürlich jetzt ein bisschen, Freitag ist halt viel Stress dann jetzt. Weil wir haben nur keinen DJ. Nein, wie gesagt, bin Freitag nicht da. Mila, wenn ihr sagt, ihr wollt es alleine machen, ist das kein Problem für mich. Darfen wir das sonst kurzfristig noch auf Donnerstag alles zu? Ich glaube nicht, weil ich bin krank und ich weiß nicht, ob ich das im Griff bekomme. Kann sein, dass ich ausschwitzen muss. In halt Dusche. Ist die Frage, ob Jesse da Zeit hat, ne? Das kommt auch noch. Warte, ich rufe die mal kurz an, vielleicht ist die ja da. Da müssen wir mit den quatschen gehen. Wie versagt denn die Uhr? Wie spät ist es? Oh, sie hat aufgehört. 20:43. Okay, dann kann man sich vielleicht so um 9:30 oder so treffen, wenn die nicht gleich zurückkommen. Bist du am Arbeiten gerade? Nö. Nicht? Mm-mm. Wurdest du schon eingestellt? Nee, da wurde wer anders eingestellt. Der zwei Wochen später nach mir kam. Ja, ja. Das ist nass und schwall noch. Ja, keine Ahnung. Aber ich konnte mich nur nicht beschweren, der Moral ist das nicht da. Der Pfund ist der Herr Schlumberg, unser Arbeiter. Mit dem müssen wir quatschen. Warum? Na, wegen dem Pillbox-Geschichte. Warte mal, bist du gekündigt, Paletti? Ach so. Ich bin nicht gekündigt. Wir verklagen den doch, okay? Ja. Ach so, komm, wir gehen ich mal hab rüber. Verstanden, dass er jetzt ein anderer ist. Ja, eingestellt. Ich warte ja die ganze Zeit auf meine Fenster. Opa. Ja. So, mal. Herr Schlungberg. Ja, servus, guter Mann. Wir haben uns immer noch nicht telefoniert. Natürlich. Was ist? Hallo. Hallo? Na, der Akim hat uns doch vermeldet wegen der Pillbox-Sache. Ah, richtig, ja. Sie sind dieser Kunde, nicht wahr? Was also denn? Klient. Also der Akim hat gesagt, wie sie nur es besorgt uns den besten Arm in der Stadt. Mann, dieser scheiß Coyote irgendwo. Aber ein Coyote. Mittlerweile wurde der Chef aus dem Pillbox schon rausgeschmissen. Aber ich glaube... wegen dem Mobbing ist, weiß genau, ich wieder nicht. Genau, wahr. Genau, richtig. Aber ich glaube... Kann man den verklagen, nicht? Genau. Und sowas. Ja, genau, weil der hat uns rausgeschmissen. Wir kamen in Geldnot deswegen. Meine Frau hat deswegen einen an Klatsche oben im Kopf. Oh Gott, oh Gott. Meinen Sie, wir können ihn verklagen? Absolut. Oder direkt das Pillbox? $50.000 sehe ich da. Und dann können sie dort arbeiten wieder und werden sogar die Chefs sein, wenn wir da fertig sind mit diesem Bumsladen. Ach so. Ich weiß auch mal so gesagt. Herr Schlammer, wir arbeiten schon wieder oben im Bäcker. Ah, der Dr. Ja, Chuck hat uns aufgenommen. Ja gut, dann dann machen wir 100.000 draus. Ja, vom Pillbox, ne? Warte, ja, aber der Herr hat doch jetzt seine eigene Praxis, oder nicht? Ne, wir verklagen den Staat. Wegen den Mischländern. Dieser Herr kann scheißen gehen. Ich sag's dir nur, wie es ist. Okay. Den werden wir privat auch nochmal verklagen, nicht? Aber wir verklagen den Staat, wir verklagen das Krankenhaus, den aktuellen Leiter, wir verklagen diesen alten Leiter. Nein, den aktuellen Leiter nicht, der ist cool. Ja gut, dann den nicht. Okay, Schlammeck, und wie läuft das ab? Was müssen wir machen? Ganz leicht eigentlich. Sie zahlen jetzt $1.500. Ja, ich kümmere mich um alles Weitere. Und wenn wir gewonnen haben, zahlen Sie noch einmal 1.500. Und den ganzen Erlös dürfen Sie behalten. Das ganze Schmerzensgeld ist nur für Sie. Das machen Sie wirklich? Natürlich.
Ja, 100% Winred, guter Mann. Kontaktieren Sie Saul. Kennen Sie sicher die Werbung? Ich hab schon den Slogan gelesen, Winred. Finde ich ja, super richtig. Gut. Okay, ich gehe kurz noch mit meiner Frau quatschen. Natürlich. Sie sind da bestimmt noch hier, ne? Absolut. Und dann kommen wir wieder zurück, okay? Ja, machen Sie das, nicht okay. Dann muss wunderbar. Dann. Ja, dann. Bis gleich, servus. Pinsel, kommst du auch? Oder musst du quatschen? Also. Guck mal. Guck mal, was da los ist in der Stadt. Wo? Da hat jemand ein Video hochgemacht. Letzte Chance heißt dann. Die machen ganz oft solche Videos und so. Die klatschen immer Autoscheiben kaputt. Warum? Na, weil die gegen Autos sind, wegen der Umwelt. Asoziales Paar. Mila, wir können dem Herrn Schlongweg jetzt $1,500 geben. Und dann macht er alles. Und dann gehen wir vor Gericht und verklagen die alle. Müssen dann, wir dann zum Gericht auch kommen? Ja, natürlich. Okay. Und dann, wenn wir gewinnen, kriegt er nochmal 1.000. Und der verklagt den Staat und die Stadt und so auf 100.000 Dollar. Okay, du zahlst. Sollen wir das machen? Ja, du zahlst. Aber ich sag dir, wenn wir vor Gericht sind, dann musst du richtig weinen, ne? Ja, aber du zahlst. Du musst richtig sagen, dass du richtig fertig bist mit den Nerven. Na klar, aber du zahlst. Und ich hab sogar noch eine Idee. Ja, okay, ich zahl. Okay. Okay. Ich geh kurz dahin und ihr kommt mit oder bleibt ihr hier? Komm mit? Okay. Das machen wir, Chit. Wir verklagen den Saftladen. Grüße. Hallo, Dr. Hühnchen. Immer. Ich wollte euch noch was sagen. Letztes Mal, also an dem Abend, wo wir also dieses komische Flugzeugtrauma hatten. Das war voll chillen, oder? Ja, am Abend ist noch ein Sheriff zu mir gekommen und hat sich beschwert und hat gesagt, irgendein Vollidiot ist da durchgeflogen. Und ich habe gefragt, ob er betrunken ist. Das mit einem Helikopter durch den Tunnel fliegen, das geht doch überhaupt nicht. Nee, so ein Quatsch. Also. Das kann man nur, das schafft keiner. Ja, ich habe gesagt, er ist alkoholkrank wohl und das hat dann gepasst, denke Welcher ich. Welcher Sheriff war denn das? Sehr gute Frage. Der ist ja auf dem Dienst, ich weiß leider nicht seinen Namen. Die Sheriff sexy. Hat er Respekt gegeben oder hat er Angst gehabt? Für Geld steche ich den ab. Kendall, du willst ins BD, du stichst niemanden ab. Was, du willst ins BD? Ja, stimmt. Ja, du bist ja ich kündige bald, Sir. Dr. Hühnchen, warten Sie kurz. Oh Gott. Das ist traurig. Ja. Wollen Sie ein bisschen... Na. Soll ich Sie einkämen? Na. Wir sind ja noch da. Boah, ich mich. Dr. Hühnchen, hören Sie mir zu. Ja. Wir verklagen das Pillbox und den alten Chef und den Staat. Ja. Wegen dem Chef, weil der uns rausgeschmissen hat und so. Wollen Sie ein bisschen Geld verdienen? Wir verklagen die auf $100,000 und ja. Sie bekommen 20, wenn Sie uns einen Attest ausschreiben, dass Mila, seitdem wir rausgeschmissen wurden, richtig Panikattacken und sowas hat. Ja, vielleicht solltet ihr nicht das Pillbox, sondern den alten Chef dann verklagen. Nee, aber das ist ja deine Privatklage. Wir wollen den Staat verklagen, dass sie so einen Spinner eingestellt haben, der uns sowas Schlimmes getan hat. Sag Dr. Chuck, ich glaube, der ist nicht so begeistert davon. Warum? Ach, das muss der Chuck gar nicht wissen. Weil wir jetzt einen neuen Puppy haben vom DOJ, der auf die MDs aufpasst. Genau, ja, das kriegt doch gar keiner mit. Der Herr Burke? Ich weiß es gar nicht gerade, wie er heißt, aber auf jeden Fall haben wir jemanden, deswegen ist gerade ein bisschen Trouble, deswegen. Aber seitdem der mich angeschieden hat, passiert es immer wieder, dass wenn Leute mich anschauen, auf einmal hinter mir alles schwarz-weiß wird und Kriegsbilder abspielen. Genau, und die Scheiße in der Hose. Ja. Gott, das ist wirklich ein Trauma. Das ist eins, oder? Ja, drehst du hier gerade in die Hölle? Was? Ja, okay, Mila, komm, wir gehen zum Herrn Schlumbeck. Wir haben echtes Problem heute. Dann. Pinsel regt sich gleich wieder auf, weil wir flummeln. Weiß man. Mein Mann zahlt. Herr Schlumbeck, wir machen das, okay? Ja, sicher, natürlich. Aber Sie sind kein Betrüger, okay? Nein, natürlich nicht. Wir haben echt kaum noch Geld. Und befreit. Wir zahlen 1.500 und Sie leiten alles in die Wege? Absolut. Ich kümmere mich um alles mit dem Mauser gemeinsam, nicht mit meinem Kanzlerpartner. Okay. Das ist der Herr zu Ihrer Linken? Nein, das ist mein Modedesigner, mein Privater. Guten Tag. Ist er blind?
Richtig. Howdy. Deswegen die Brille wie Ray Charles, nicht wahr? Ja, sieht fresh aus. Howdy. 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 Ja, wir würden das machen. Und sie bekommen dann natürlich auch ein anderes Gehalt dafür. Wenn wir das wirklich bekommen, so viel Geld. Natürlich, ja, ganz lieb. Ja, dann machen wir das. Rocken so mit den Moneten, die Dollare, Katsching, alles bar an der Steuer vorbei. Ich verstehe kein Wort, Alter. Ja, okay. Sicher. Ich entschuldige mich, verstehe sie. Ich habe auch nicht verstanden. Also, wir nehmen nur unter der Hand das Geld, wissen Sie. Also, ach, soll ich Ihnen das bar geben? Der Staat muss nichts wissen, richtig. Okay. Dann gehe ich das aus dem Bankautomat holen. Natürlich. Aber lassen Sie sich eine Sache gesagt sein. Wenn Sie uns betrügen... Nein, das würde ich ja nie übers Herz bringen, wissen Sie. Also mein edles US-amerikanisches Herz würde das nicht verkraften. Dann ramm ich den Achsel im Schädel. Was? Das ist so regelt Film. Man das im Norden. Genau. Ja gut, der Norden ist ja sowieso mental völlig fertig. Ja, Jürgen, ich war kurz so halb ausgenockt. Die Feuer brennen und Gondor antwortet. Ich bin sofort wieder da. 1500, okay? Richtig, absolut. Okay. Das ist so eine kranke Scheiße, dass du mir da zum Rauchen gehst. Ich hab eben gedacht, der Boden ist Lava. 3, 2, 1. Alle machen mit. Außer die Medics wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der uns abzieht, aber ich werde den über die ganze Insel jagen. Nicht schlecht. Einfach mitmachen. Das ist EP. Da bin ich mal gespannt auf die Justiz auf dem Server, ob das funktioniert. Nee, wir machen das morgen, Omi. Grüß. Okay. Ja. Jazzy ruft mich um 21:45 nochmal an. Okay. Und sagt dann, ob sie Zeit hat, das heute zu besprechen oder nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn wir das heute nicht machen. Sie hat wohl schon alles fertig. Von Preisen, Ideen, bla bla bla, das hat sie alles schon gemacht. Ja, okay. Und ich gebe jetzt dem Dr. Schlumberg oder Herr Schlumberg 1500 Dollar und dann verklagt er den Staat und das Pillbox. Ja, cool. Ja, gut. Omi und ich müssen hallo. Wieder los. Okay. Möchten Sie Donuts? Ne? Herr Schaff, ich will. Nee, darf ich eine Frage stellen? Sie Donuts an. Ich sehe das doch, wie Sie die Donuts angucken. Die haben die Donuts im Auge. Mr. Chavo? Ja, ja. Ja, bitte? Stimmt das, dass hier oben einem Norden mit einem Helikopter durch den Tunnel geflogen ist? Stimmt das? Was? Wann ist das denn passiert? Das hat der Dr. Hähnchen vom Baker erzählt. Dass dem Sheriff der hat das wahrscheinlich ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Genau, das funktioniert nämlich gar nicht, oder? Das schafft niemand. Das ist biologisch gar nicht möglich. Das ist anatomisch komisch. Biologisch? Also ich glaube, Biologie hat da wenig damit zu tun und Anatomie auch. James Bond würde das eher Physik oder... Chemie? Sowas, naja. Denken Sie, das ist eine Märchengeschichte? Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geguckt und in der Bahn einen Witz erzählt. Ja. Wer würde denn sowas machen? Das ist total Lebensmüll. Wo kommen wir denn da hin? Also der muss ein absoluter Profi sein. Das ist einfach nicht möglich. Ja, genau. Ja. Außer man will sterben, ne? Ja, klar. So, ich geh zu meinem Anwalt. Bis gleich. Ja, tschüss. Voll die urbane Legende, Junge. Ich so viel Donuts essen. Wer hat wegen des Skimps? Ich ruf ihn gleich an, wenn Jazzy mir was gesagt hat, ja? Okay. Wer hat wegen des Skimps? Wir sind zusammen. Vorbei, Omi. Oh, die nette, patente Omi. Grüße, Frau Oma. Hey, das ist meine Oma. Ja, eine liebe Frau, nicht wahr? Also, versuch ich. Ich bin mal ganz unabhängig, den Omi. Bussi, Frau Oma. Küsschen mit Küsschen. Hoppala, ich hätte angerufen. Den Umschlag in die Jackentasche steckt. Ganz lieb. Können Sie ihn nachzählen? Ja, das werde ich vertrauen an der Mr. Kurt. Kusch. Ach so. Haben wir Ihnen nicht das Leben gerettet? Mila und ich? Wurden Sie nicht zusammengeschlagen? Genau. Wer klingelt denn da an meinem Apparillo? Lass mich mal ganz kurz telefonieren, Burschen, nicht wahr? Und Madel natürlich, ich wünsche was. Oh, gut. Das ist ja wieder. Irgendwie das Gefühl, dass wir das Geld nie wiedersehen. Wer ist Geld? Na, unser Geld. Unser hartes Geld. Ja. Ihr werdet es wieder sehen, davon ist auszugehen. Das ist ein sehr vertrauenswürdiger Kollege, den wir haben.
Okay. Hey, schau mal auf Winnet, da hat jemand so gepackt wie ich. Das war ein Undercover-Tipp. Was? Undercover-Tipp. Also, ja. wegen die zerstörten Autos. Weißt du, was ich meine? Oh, ja. Ja, na, alles dann. Also, die Herrschaften und die Drecksau. Darmschaft. Ja, wir wünschen Ihnen was, nicht wahr? Ja, wissen Sie überhaupt unseren Namen? Ja, ich habe da eingespeichert, glaube ich, Simon. Das ist ja Kurt, ist das richtig? Kurtes Kusch und Milo Kusch. Die Kusch. Mill. Die Kusch. Miller, also wie Miller. Wie Müll. M-I-L-A. Ach, Mila. Mila. Ach, wie die Stadt Milan, oder wie? Ja, ohne Nein, N. Ohne Milano. Ja. Na gut, ich glaube, stimmt die Nummer, ich rufe mal durch. Ja, stimmt. Ah, ja, richtig, da steht's. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Sie kümmern sich um alles, okay? Ja, richtig. Bussi, die Herrschaften. Tschüsschen mit Küsschen. Das Geld wirst du nie wiedersehen. Der Typ hat einen Anzug an mit einer kurzen Hose. Na und ja, das ist bei der Videocards macht du Depp. Genau. Außerdem... Außerdem steht auf Wiener, dass der beste Anwalt ist in Lausanne. Okay. Ja, der hat sogar mitgemacht mit der Bundeslava. Wenn du uns veräppelt, ne, dann ist Pinse bestimmt schon im PD und kann im Pfaffen. Manchmal zähle ich bis 5 und hab alles vergessen. Kannst du nicht. 1. Pinse, was wolltest du denn gerade? 3. Was denn? Ach so, ich dachte Bundeslava. 5. Du wolltest doch gerade irgendwas. Was wolltest du? Was denn nochmal? Na, wir sollten nicht umziehen? Also, ich habe schon einen Anzug besorgt, aber ich brauche einen passenden Hut. Ich kann dir meinen ausleihen. Und ich darf die Brille nicht anziehen, haben die gesagt. Ich kann dir meinen Hut ausleihen. Aber das kann ich gar nicht nachvollziehen. Na, du siehst dann sonst aus wie Robocop. Hast du Lipgloss? Du nicht drauf? Nehmen, Kerze. Ja. Das ist gut für deine Lippen. Dann reißen die im Winter nicht. Mm-mm. Willst du meinen Hut ausgeliehen haben? Ah. Wow, ich darf nicht lachen. Nicht schubsen. Biss ihn doch nochmal, hä? Lass mich nicht Bitch. Schubsen. Also, ich weiß, wie ich dir sagen wollte. Da gehe ich in den Dienst, beziehungsweise mache ich meine süßen Äuglein auf, krieg direkt eine Hass-SMS. Wo hast du geschlafen, Alter? Ich sehe dein Auto gar nicht. Von Dori? Ja. Wollen wir zu dir fahren? Okay. Und dann fährst du uns hinterher, Mielepferd. Okay. Bis gleich. Und wir müssen irgendwo halt... Wo haben wir geparkt? Na, da vorne. Ach ja, hin. Lass bei meinem Atomic-Burger halten. Ich hab Bock auf ein paar Nuggies. Nuggies. Bis gleich. Ja. Wo? Bei uns zu Hause im Burgerladen. Okay. Küsschen mit Küsschen. Ciao, ciao. Der Sheriff hat gesagt, das stimmt nicht, dass jemand mit einem Helikopter durch den Tunnel geflogen ist. Ja, der Officer, der Sheriff war ja betrunken, deswegen. Klappe, Svenske. Ich hab gesagt, 30% heute nur. Mach das, Svenske. Das ist viel Spaß beim Zähneputzen. Ich kann halt echt nicht lachen, mein Hals tut richtig weh. Ich bin nur online gekommen für euch. Du ziehst auch einfach eiskalt durch, ne? Was? Ich sag, du ziehst es auch einfach eiskalt. Oh, drück mal hier die Taste. Ja? Die, die fünfte Taste. Die Nummer 5. Guck mal das Fenster. Boah. Hallo, Relik. Tut voll gut im Hals. Lass den Chat heute richtig müde sein. Alles gut. Schönes Auto, ne? Ja, schön. So wie du. Oh, das ist ein Danke. Spaß, so wie ich. Das ist ein Danke. Jawohl.
Leranta, das habe ich neben mir liegen, habe ich vorhin schon genommen. Na, danke. Oui, Spaß, oui. So wie ich. Was soll ich darauf sagen? Ey. Ey. Hubi, hallo. Wir haben nicht mehr viel Geld, ne? Wie viel haben wir? Oh. 25.000 Dollar. Ja. Und das für mein Auto? Ja. Hm. Vielleicht kann man irgendwo einen Kredit aufnehmen. Meinte nicht der Casino? Mr. Casino, man kann bei ihm Kredit machen? Soll ich mal nachfahren? Ja. Aber was macht ihr? Ich fahr! Da müssen wir dem aber was als Gegenwert geben. Okay. Okay, ich kann mal gucken. Ich kann unsere Mikrowelle. Nein, du brauchst was anderes. Was viel mehr wert ist. Mein Auto. Hast du Tempomat drinne? Robert, das ist ein Anhalter. Ja, vorsichtig. Stopp, das ist ein Anhalter. Hey, sollen wir dich mitnehmen? Können wir mich wirklich mitnehmen? Na klar. Alter, fett. Wenn du uns überfällst, dann aber mach ich dir uns eine nicht. Axt ich bin da gerade da frisch draußen, warum soll ich euch überfallen? Na, weil du wieder rein willst, weil du auf dein Leben nicht mehr klar kommst. Genau. Weil du Bock auf Seife hast, du Wichser. Das stimmt überhaupt nicht. Warum warst du im Gefängnis? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit, wir fahren nur 60 km/h. Achso, ja, dann. Du hast gesagt, ich soll vorsichtig fahren. Ja, also warum, wie gesagt, ich wollte eigentlich mit dem Staatsanwalt reden, bloß der wollte halt nicht und dann haben wir den mehr oder weniger mitgenommen und das wollte er nicht und dann, ja, alles ein bisschen problematisch. Also bist du ein Führer? Nee, das also würde ich mich nicht betiteln, aber ich bin krass unterwegs, ja. Bist ich du? Auch. Ja. Ich hab mal einfach in den Garten gekackt, anstatt in der Toilette. Weil das habe ich mir nicht mal bis heute getraut. Ja, ich bin halt einfach krass. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das als krass betiteln sollte, aber wenn du das so siehst, dann bist du krass, ja. Doch, die ist krass. Wenn die Kacke rausdrückt, dann sind da keine Nüsse drin, sondern Popcorn. Ja, Spaß macht es nicht. Ich hab das alles so fern, die willst du sehen? Nee. Zeig mal. Nein, ich will das nicht zeig sehen. Zeig nach hinten. Guck mal hier. Einfach, der will das eh sehen. Guck hier, nein, wie ein Unfall. Kann. Guck, oh, siehst nee, du? Nee, mach das weg, hinkommen. Mach das vor. Oh, nicht soll ich dranzoomen? Wenn ich zoome, siehst du sogar die Härche. Nein, ich guck da jetzt nicht mehr hin. Ich muss kotzen, anhalten, bitte sofort an. Nein, Quatsch. Warum? Wenn du nicht in die ins Auto kotzen. Wenn du in die Karre kotzt, dann verschaden wir dich in der Büste. Ja, dann müssen wir dich halt umbringen, das wäre echt jetzt nervig. Nicht schon wieder einen, den wir umbringen. Wir haben halt Sachen zu tun. Nicht schon wieder einen. Wollt mich wirklich umbringen? Nein, Quatsch. Ach so, nein, Quatsch. Sind wir aus dem Mörder? Ja, irgendwie schon. Ihr habt mich da aufgesammelt. Woher weiß ich nicht wirklich, dass ihr mich da hier verscharrt? Na, weil wir keine Mörder sind. Weil wir jetzt gerade auch gar keine Lust haben, uns die Arbeit zu machen. Ach so, ja, wenn ihr keine Lust habt, dann ist das. Du kannst rausspringen. Weißt du, wie viel Arbeit das ist, die ganze Gedärme zu verschalen? Alter, ihr habt ja wirklich richtig einen Plan davon, ach du Scheiße. Wo musst du denn hin? Ihr seid nur irgendwelche Typen, die hier labern. Ja, eigentlich zu meinem Auto. Wo ist dein Auto? Warte, ich muss aufs Handy schauen. Mensch. Du Wichserpinsel! Das zahlst du! Boah, jetzt gibt's Maul. Ärger. Jetzt Mann, jetzt müssen wir doch eine Leiche verstecken. Bist du irgendwie blind oder bist du dumm? Da ist kein Stoppschild. Du kannst jetzt laufen. Komm, fahren. Ich hab ein Magnet dabei. Ich hasse... Na! Kann jetzt sind wir cool. So, jetzt weißt du genau, was gerade passiert ist. Jetzt weißt du eins zu eins, was gerade passiert ist. Mein Hals, oh. Okay. Fahr vor, ich jetzt bin sind wir cool. Aber warte, wo müssen wir... Ach, da. Der Jig so lange schimpft für den Prime-Star. Also immer geradeaus, ne? Immer geradeaus. Ja, ja.
Oh, pass auf, da vorne Polizeikontrolle. Ja, ich fahr extra langsam, damit wir gaffen können. Mit Mittelfinger oder ohne? Ohne. Heute ohne. Der Bohne ist Lava! Verkehrsraudis! Wichser. Boden ist Lava, weißt du? Aber wir sitzen im Auto. Ja, wir sind sicher. Aber die Cops gerade sind gestorben. Also vor denen bist du nie sicher, das kannst du mir glauben. Die waren mit 10 Streifen hinter mir, das war nicht schön. Na, oh, heute wurde ich auch angehalten von Cops. Du musst den geraden Weg gehen, hör auf kriminell zu sein. Das lohnt sich nicht. Lohnt nicht. Naja, also bis jetzt hat sich das schon mal richtig gelohnt. Aber das Problem ist, meine Pläne, die gehen irgendwie nie auf. Ich weiß nie, an was es liegt. Na, kannst du mir Planung. Geld pumpen? Wie viel brauchst du denn? 75.000. Ja, das können wir schon bekommen. Aber das Problem ist, aktuell komme ich nicht an so viel Geld ran. Schade. Was bist denn du für ein Verbrecher? Ja, ich kann halt nicht schnipsen und dann ist die Kohle da. Wie soll ich das machen? Das ist... Brauch ein bisschen Zeit dafür. Du musst einen Kredit aufnehmen. Ich glaube, wir werden verfolgt. Ich habe nichts gemacht. Wo ist denn das Auto nun? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Also so halb geradeaus. So halb geradeaus. Hört ihr den Coyote? Der im Kofferraum? Das hört sich an, als wäre der im Kofferraum. Ich glaube, der ist hinter uns in dem RTB. Ach du Scheiße. Vielleicht haben die gelernt, Auto zu fahren. Du Scheiße, Alter. Na, habt ihr vielleicht was zu rauchen? Wenn du Geld hast? Ja. Ich hab. Ja. Müssen wir nochmal an den Automaten. Wie viel Geld hast du dabei? 14 Dollar. Richtig viel, ja. Mehr. Alter. Ja, warte. Fang. 14 Dollar. Danke. Ja, warte. Wo wohnst du her? Ja, du fährst komplett falsch. Ich hab. Du hast gesagt, wenn man geradeaus. Ja, das war vor einem Kilometer oder so. Ja, dann musst du aber auch sagen, wann ich nicht mehr geradeaus muss. Ja, also hier dann bitte rechts. Hier rechts. Ich geb dir kleines Geld. Dann da links. Da links? Ja, da links. Mir ist gefährlich, ne? Warum ist hier gefährlich? Na, hier ist der Dschungel. Ach so. Ich hab so einen Gangster und so. Gangmitglieder. Das haben wir alles in Wien halt gelesen. Richtige Pussys alle. Naja, dann fahren wir wie Pussys jetzt rechts. Wo wohnst du, im Rancho? Nee, da ist einfach mein Auto, da wurde ich gestern verhaftet. Hm. Beim Piepen, ich hab's. Ich hab 3 Tage geschafft, vor den Cops zu fliehen, weil Haftantritt war Donnerstag. Du Krimineller. 4 Tage. Ich weiß es. Nein, hier nicht. Bist du lebensmüde? Du hast rechts gesagt. Nein, das war genauso vor einem Kilometer. 500 Meter, da steht die Karre rechts. 500 Meter. Ja, irgendwo. Irgendwo soll es hier dann rechts stehen. Aber hier auf der Straße haben mich auf jeden Fall verhaftet. Du weißt schon, dass du einen GPS-Chip hast, ne? Ja. Und der hat. Und jetzt soll die Karre irgendwann hier rechts stehen. Alter, da ist er. Das ist ja ein 100 Chivik. Alter, das ist eine richtig krasse Bonzenkarre. Das können sich nur richtig krasse leisten. Ja, dann viel Spaß noch. Ja, warte, du kriegst halt eine 14 Dollar. Die stecke ich in den Tank rein. Ja, das solltest du auch. Gepär. Ja. Leg den Schein über den Finger. Ja. Danke. Fangt. Lass dich nicht erwischen beim nächsten Mal. Ja, ich hoff's. Oh, da komm ich schon wieder. Oh, da kommen sie schon wieder. Küsschen mit Küsschen. Weißt du, wir haben einen Verbrecher in Berlin ist umgebracht. Ja. Was steigt denn einfach so beim Fremden im Auto ein? Weiß nicht. Mir wurde dafür mal die Nase geklaut. Und hast du die Bilder bekommen? Mm-mm. Hallo, Molotow. Erst nicht, aber dann haben wir die umgebracht. Hast du behoben nicht? Hab ich wohl. War ganz cool. Direkt davor. Mann, bist du besoffen? Hä, ist doch gar nichts passiert. Boah. Was ist denn dein Scheißproblem jetzt? Hä? Ihr scheiß Arschlöcher, hä?
Was fick dich? Was fick dich? Du fährst mich was an und sagst dann fick dich, du mit deinem scheiß hässlichen Kackauto? Arschlöcher. Los, ja. Vater, redet der mit uns? Keine Ahnung. Soll ich den mal rüberziehen? Oh, warum war der so wütend? Schlaf gut, Chris Anthem. Was ist denn das für ein Idiot? Ich kenne den gar nicht. Ich kenne ihn auch nicht, weil das sein Problem ist. Ich habe abgeschlossen. Ja, und was dann die Feuerwehr kommt, dann müssen die den Schlauch durch dein Auto durch. Mann, ihr soll aufstehen. Sieht aus, als hätte ich ihn tot gefahren. Was hast du gemacht? Ich glaube, wir müssen die Cops rufen. Gar nichts. Die anderen beiden haben mich ja fast tot gefahren und sagen dann, fick dich, weil jetzt dumme Assis sind. Wer? Was? Ja, die beiden Wichser. Das stimmt überhaupt nicht. Wer bist du? Ich hab dich doch nie gesehen. Wo hab ich dich denn umgefahren? Die haben mich mit dem Auto fast umgefahren vorhin. Dann habt ihr gesagt, fick dich. Wo warst denn du? Dann bin ich auf dem Auto rumgeschaut. Jetzt diese scheiß Auto von dem Kasi. Gesagt, okay? Mir scheißegal, wer das war. Also chill mal. Nein. Fick du dich. Fick du dich. Fick du dich. Fick du dich. Hold up, hold up, hold up. Luke, nicht drüber schreiben. Bitch, bitch, mich nicht an, bitch. Jetzt niemand, was macht Mila denn? Fick dich. Distanz, Happy. Fick du dich mal. Fick du dich mal. Jetzt beruhigen wir uns alle mal von dem Scheiße. Fick du dich. Fuck you. Fuck you. Sag doch nicht, dass du mal so sauer gewesen. Hallo, stopp. Sag nicht, dass meine Schwester sich ficken soll, Mann. Genau. Doch, sie soll sich ficken. Fick du dich selber, hol ich auch meine Taschen am Brauch. Nächstes Mal fahr ich dich wirklich um. Wow, ja, mach doch. Wow. Was für ein Affe. Ey, wow. Fick dich. Wer fickt das alle denn? Der hat gegen mein Auto gehauen. Ich krieg jetzt einen Gutschein hier. Du hast schon in die Fresse? Was ist das? Mann. Meine Karre. Meine Karre ist so ein 1000 wert. Der hat dagegen gebossen. Warum kauft man sich sowas? Na, weil wir doch von dem Wildcat sind. Wir haben Geld gehabt. Okay. Betonung auf gehabt. Mhm. Ich bekomme jetzt einen Gutschein hier. Ich bin Arschgeweih. Oh, dann jetzt dieses scheiß Auto hier weg. Das steht immer noch im Kackrasen. Das ist sein Pinsel, sein Primo. Ja, das ist schön, dass das Pinsel sein Primo ist. Der steht trotzdem auf dem schönen englischen Rasen, Mann. Ja, wir geben uns so viel Mühe, dass er ran so schön ist. Pinsel, pack die scheiß Karre weg, du Wichser. Komm, wir schieben. Nicht in diesem Ton. Ich hab nicht mal Haustür. Ja, ich krieg jetzt einen Gutschein, ne? Für? Der Wichser, der Pfohle, der Papa Schlumpf hat meinen Karre geboxt. Ich hab Papa Na, der mit der blauen Kappi da, wo ist der? Einer deiner Jungs. Ich aus dem Auto. Ja, Slim. Slim fast. Curtis, kann ich jetzt mal einen Schlüssel kriegen? Gott! Achso, ja klar, warte. Aber erst packst du deine Karre weg vom englischen Rasen. Die Königin ist gestorben, hab bisschen Respekt. Danke dir. Bitteschön. Ja, und wieder Fahrer. Hobbit-Modus. Ja, was geht ab? Spinne, ne, gefährlich. Was geht? Da ist doch keine Spinne, sonst schacke ich mir immer auf den Nacken, weil ich Angst habe. Dann geht jedes Teddy. Essen auf den... Oh mein Gott! Entschuldigung, bin aufgeregt. Ja, mach dich Milch drauf, mach dich Milch drauf. Zeig mal. Ess dein Schnitzel! Oh mein Gott! Sonst kriegst du keinen Nachttisch! Boah, Junge, hab ich mich erschrocken, Alter. Ich dachte, wer schreibt mich denn jetzt an? Buneros, dankeschön für den Mieter mit 53. Monat Stufe 3. Dankeschön. Ja. Beutlen, Auenland! Ein Ring, sie zu knechten. Genau. Es gab 9 Ringe für die Menschen, 3 für die Elben. Welcher von den 3 ist Curtis? Ich bin Curtis. Ja, ja. Ich bin Curtis. Ich bin Curtis. Ich weiß nicht. Ich bin Curtis. Zeig mal einen Zwergenmodus. Guck, Pinsel, mein Trick mit der Taschenlampe. Okay, ich bin der echte Curtis. Das ist Curtis. Oh, oh Gott. Tut mir leid, ich bin noch nicht so ein guter Zauberer. Ich merke Scheiße. Entschuldigung. Ich muss mal. So, jetzt, das ist mein Trick.
Warum? Entschuldigung, ich habe nicht extra gemacht. Ich kann es noch nicht so gut. Er ist direkt sauer, der Typ. Hat weh getan? Ich habe Nasenbluten. Warum ist irgendwo ein Anime? Ja, das ist voll kawaii. Was schufen Dings, okay? Ach. Na komm, die haben sonst eh nichts zu tun. Mickey, auflegen, du hast einen Auftrag. Willst du den ja, nochmal wegklatschen? Medical Department. Hallo, wir haben zwei leicht mittelschwere Personen in der Eastside im Tattoo. Bitte? 4018. Postelcode. Und 6021. Am Tattoo-Laden. 6021, alles klar. Was ist passiert? Die haben einen Schlag mit einer Dings bekommen. Taschenschlampe. Ich schicke mal jemanden gleich vorbei. Okay, danke schön. Alles klar, beim Tattoo-Laden 6021. Genau, in der Eastside. Gut, kriegen wir hin. Bye-bye. Tschüss. Der Ernte bekommt. Soll ich den Trick zeigen? Nein. Ich habe eben die Kollegen gerufen, die helfen dir. Ja, alles gut. Kasumo. Entschuldigung. Bin noch nicht so gut. Was denn, Pinsel? Du wolltest irgendwas erzählen? Wenn der das Ding in der Hand hat, müsst ihr laufen. Der hat mich damit schon 7-mal ausgenockt. Stimmt nicht. Hast du einen Zehner in der Hose? Das waren 8-mal. Was ist denn hier los? Oh, die Yakuza. Ich schon wieder. Nee. Das ist doch kein Yakuza. Wer ist das? Soll ich dir meinen Trick zeigen? Dann kaufen wir einen. Komm, fahren. Klar, das sind die Herren runter. Aber die wollen verboxen bestimmt. Nein, die wollen kein Boxen. Das ist Marv, TJ und so. TJ da? Nee. Draußen gibt's gleich Ärger. Was machst du? Jetzt sag nicht wegen diesen Slim-Affen. Kriegst du eine Slytherin auf die Beine? Nee, die habe ich doch schon lange. Oh, keine Ahnung. Man sieht einen Schlüpper. Was kriegst du? Hals-Tattoo. Was denn? Meine Zahnen? Ja. Wie sind die? Hat Pinsel mir gerade unter den Rock geschaut? Ja. Ich sag doch, der hat deine Unterwäsche geklaut. Hast du dir gesagt? Hat er. Ja, der Einbrecher ist mit dem Schlipper auf dem Kopf aus dem Haus rausgerannt. Und hat einen Knaller gebrochen. Und das war Pinsel. Und der hat ich will die zurückhaben, Pinsel, damit das K ist. Und wehe, der Kackstreifen ist da aus. Ich ertrag das nicht. Wehe, die klebt. Oh, kann der einen auf die Fresse hauen? Ja, klar. Ich ertrag das nicht mehr. Na klar. Danke. Ja, oder so. Auch gut. Stark, Mann, stark, Jungs. Pinsel? Hallo? Pinselinchen. Tu nicht so. Ja, aber der ist heftig, Mann, Alter. Das ist genau mein Sound, Mann. Schön oldschool, Mann. Pinsel, wer hat dich verkauft? Was hab ich gelernt? Stabile Seitenlage. Ist nicht am Boden. Hat aber ein Ei am Kopf hinten. Das meiste vom Schlag ist in die Kappe gegangen. Und atmet noch. Und Puls halt er auch. Am Bauchnabel. Ich leg mich dazu. Er hatte mich schon unterwegs gehört im Pinsel. Oh. Ganz genau. Ich hab Ture. Der Pinsel liegt bewusstlos da. Och nee, Alter, was hast du? Du hast eine Taschenlampe da. Was soll das heißen, ob ich eine Taschenlampe habe? Weiß ich nicht, hast du gedacht, dass das jetzt ist? Der hat, glaube ich, von hinten einen drauf bekommen. So, Pinselchen, ich halte jetzt mal was ganz ekelhaft riechendes unters Näschen.
Genau, Milas Unterwäsche. Nee, ich rieche das jeden Tag. Guten Morgen, mein Engel. Na, wie geht's uns? Hallo. Na? Und was ist dir denn passiert? Kann sein, dass ich dem Zaubertrick gezeigt habe und tauschen habe. Ja, der hat mir einen Zaubertrick gezeigt. Der hat dich so umgehauen, ja. Chef, bist du jetzt der Chef von Pillbox? Mhm. Ich bin Chef von Pillbox, ja. Und okay, genau. Dann ist da jeder kündigt. Zu jeder kündigt? Das ist, wie glücklich alle sind. Echt? Ja, ja. Bist du glücklich? Der ist tierisch glücklich. Warum sag nichts anderes. War der Angst? Klar, wenn wir wieder zur Pillbox kommen, mein Chefarzt. Was soll ich denn anderes sagen? Ja? Also schnell, dass ich Chefarzt habe. Also, machst du mich Chefarzt? Nee, das kriegst du ja schnell hin. Aber hast du denn Wien, okay, dann beschwere ich mich über dich auch. Mach das. Hast du gesehen, wer Wien jetzt sein Auto verkauft? Nee, wer denn? Mach mal, guck mal. Wo? Marktplatz? Conway Talkins. Wo muss man gucken? Bei Marktplatz. Was für einen Kampf verkauft der? Den, Vapid Ellie. Das ist aber von Sepp Bauer. Nee, weiter unten. Conway Talkins. Achso, du. Rapid Ellie. Ach, der. Ich bin ja wieder kein gehässiger Mensch. Toll, jetzt so bist du arbeitslos. Ja, du bist nicht. Na, der wird jetzt anders werden. Fragen, also anscheinend. So, Pinselchen, wie geht's dir? Wow. Siehst du Sterne oder siehst du nur LED? Ich seh nur Rapid Ellie. Ich seh nur Rapid Ellie. So finden sich. Ich hab gehört. Willst du mitkommen oder fühlst du dich so weit, wo du sagst, Mann, ich hab den Hin nur ganz leicht auf den Nagel gehauen. Der hat mich festgemacht. Ich hab zu ihm gesagt, zeig mir mal einen Zaubertrick. Und da hat's ein bisschen gezaubert und jetzt ist der, ist das die Magie zwischen euch wieder weg oder was? Achso. Guck mal, hab ich da Ladenblut? Guck mal. Okay. Und dem einen Typen da vorne hab ich auch mal die Taschenlampe. Ich guck mal. Was, ja, ist nichts dran. Ich glaub, da drüben, beim Kollegen. Ja, genau der. Und ihr seid jetzt im Norden, ja? Der Wichser. Ja, wir waren aber nicht im Dienst, weil Mila hatte noch posttraumatisches, genau, Erlebnis. Und ich kündige. Ich geh mal ganz kurz um die Ecke. Hey, was, du kündigst? Ja. Wieso? Geh zur Polizei. Auch nicht schlecht, bist du auch öfter im MD, hat was. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Aber gehst du hier ins PD oder ins SD? Ins PD. Wenn es klappt, ansonsten in SD. Vielleicht mache ich einen Ranger Park oder sowas auf. Ranger Park? Ja, dann heize ich durch den Park mit dem Würfel. Mit dem Diesel. Mit dem Diesel durch den Norden. Ja, oder sowas. Ja. Na gut, da düsen wir wieder ins Krankenhaus, ne? Wenn du merkst, dass es nochmal irgendwie schlechter geht oder Kopfschmerzen kriegst, kommst du einfach. Komm vorbei. Ja, weiß. Gefiegt. Gepiet, Piech? Piech? Soll ich auch und wie teuer ist das Teil, du? 600. Wo mach du mal Freundschaftspreis? Das ist doch Freundschaftspreis. Mach mal 200. Nein, ja, das ist okay. Ich krieg das und dann krieg ich Aua. Soll ich auch Teil, du machen noch? Na, Karo. Aber was willst du machen? Ich überleg erst noch. Okay. Und wo hast du gemacht jetzt? Das am Hals? Das ist jetzt ein Affe. Oh. Ja, ein Affe. Das ist ein Teddybär. Ja, mein Teddy. Oh. Kein Fumi? Fumi haben die nicht. Was ist das auf der anderen Seite? Kann noch nicht weg. Ja, dann chupst du halt einfach mal nicht. Was ist das auf der anderen Seite? Ein Schlange und Affe. Okay. Ich hab Hunger. Hätte sie mir gleich dran denken, Schlüssel zu machen. Ich will nicht mehr draußen pennen. Okay, der kostet $250. Kannst du mir die geben? Ja. Piu, 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 piu. Ich hab einmal ficken und zwar hart. Pinsel hier. Oh Gott. Nee, hau sie. Komm her. Oh. Hier. Achso, der Schlüssel, ja, danke. Und gib mir meinen Autoschlüssel, Wilder. Welchen? Von dem Chicken Mila. Hab ich schon weggegeben. Gib mir her, wenn du damit den kaputt machst, dann hau ich dich. Ich hab den nicht. Pinsel? Riech mal dran. Mila, fang!
Mila Fang. Nein, die hat schon einen. Jetzt hat sie zwei. Where's the money, Lebowski? Hier haben sie einmal 250 Dollar. Okay, ich geh jetzt gleich nach. Kann ich auch was? Ich. Fang! Ich habe auch Hunger. Ich habe ihm mein Geld gegeben. Pinsel, du schuldest mir 250 Dollar. Warum? Na, für Schlüssel nachmachen. Ich habe doch den Schlüssel gerade Mila gegeben. Nee, für Haustürschlüssel. Ich wollte gern, dass das Schloss getauscht wird. Das stimmt, außerdem habe ich 600 Dollar zu viel gezahlt. Zwei. Der Boden ist sauber. Oh. Ich mach Füße hoch. Zoe, du verbrennst. Ich darf nicht lachen. Ich darf nicht lachen. Ich bin Komm wieder. Du bist mit dem Kopf auf die Tischdings geknallt. Man hat richtig gehört, dass du kein Gehirn hast. Boah, du hast da oben einen Striemen jetzt an der Stirn. Ja, Stiefelriemen, Bilde bist du jetzt. Ja. Wie ein Striemen. Also, wollen wir eigentlich was essen noch? Ja, und lass mal unterwegs sein. Könntest du wohl noch ein Tattoo? Nee, nicht heute. So, nicht ich überlege mir was. Okay. Na dann? Ja, schieb's dir rein langsam. Mhm. Lutsch ein bisschen dran. Okay, es reicht. Ich mag, wenn die Chicken isst. Ja, aber nein. Doch. Ich will sowas nicht, wenn ich mal meine Schwester hören. Warum nicht? Komm jetzt los. Ich ja, wir haben uns verharrt. Ich bin ein Tier im Bett. Oh Gott. Ja, die grunzeln Schweine. Und? Oh mein Gott. Ich puff's auch wie ein. Pinsel, so willst du deinen Car wegbringen und wir fahren zusammen? Oh! Hörst du das? Cool Walter. Aha, der hat uns verfolgt. Ja, ich bin so weg. Ja, wir fahren kurz nach Hause, Pinsel, und bringen sie Nolde weg. Ja, und Schüsse nachmachen, dann müssen wir Dory noch ein bisschen. Die hat. Ja, genau, okay. Bis später. Ja. Was ist das jetzt? Ah. Der weiter. Geh zum Optiker mit deinem Auge, Alter. Sieht nicht gesund aus. Korrekt. Hallo, Haki. Das ist echt scheiße, wenn ich nicht lachen kann. Kriegst du es heute noch hin? Ja. Meinst du, ich soll mich schon tätowieren lassen? Na, wenn du magst. Warum nicht? Na, wenn du magst. Okay. Warum nicht? Bisschen na, krank und magst? Bisschen fertig, aber gut. Warum nicht? Ich hoffe dir auch oder ich hoffe euch auch. Wenn du magst. Ja. Hey, sorry. Wenn du uns in Polizei. Ja, aber ich kann nichts dafür, dass hier Schlaglöcher sind und ich die umfahren will. Und da sehe ich den Pinsel, der ganz schnell vorbeifährt. Guck mal. Oh mein Gott. Nach Hause, ne? Ja, ganz cool. Da musst du essen. Du musst nicht parken. Achso, okay. Oh, Männergruppe, schlimmste Seamaster. Ist so. Pinsel. Was machen wir nun? Ja, Pinsel.
Heute kannst du entscheiden, was wir machen. Ich dachte, du wolltest mich anziehen. Ja, können wir machen. Wir müssen den Schlüssel nachmachen nochmal. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Ich auch vom ganzen Husten. Ja, vom Husten. Und vom Mund durch. Nein, nicht. Also, pass auf, lass uns einmal umziehen. Nur einen Hut und eine Brille. Und dann. Mila? Was ist mit dem Auto? Weiß es nicht. Und dann noch einmal Burger essen. Ja. Was machst du? Hallo, nein, nicht einfach drauffahren. Ist es normal, wenn mein Auto gerade einfach so ausgegangen ist? Ihr Auto ist einfach so ausgegangen. Ja. Abend. Das ist einfach gerade ausgegangen. Haben Sie vielleicht. Ist das ein Elektro oder was? Nee. Ein Benziner. Ja, und der ist auch nicht leer. Und ja, Auer hat er eigentlich auch nicht. Nur ein Typ hat vorhin irgendwie, warum auch immer, dagegen getreten. Der Kackbock. Sie haben auch nicht mit der Zündung gespielt. Nee. Wollen Sie die mal überprüfen? Ja, denn. Ja, ich glaube, der müsste auch mal ausgebeult werden. Fahren Sie den mal wieder auf die Bühne rauf. Ja. Okay. Oh. Ja, das dauert jetzt erstmal eine Stunde. Oh Gott. Ach, Herr Jemini. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Reicht. Sei froh, dass du Sänger bist. Ich komm doch übel was von mir. Ja, ihr seid doch quasi zusammen. Nein. Mila Pinsel sagt, der ist nicht mehr durch zusammen. Die hasst mich. Bist du dumm? Die Mutter hau auf. Die Mutter hau auf. Deine Frau macht mir Angst. Und die sind verwandt, ne? Die sind beide so. Felix, mach du mal die Motorhaube auf. Ich kenne mich gar nicht mit Autos aus. Die steht volle Möhre auf dich. Ach, natürlich, aber sie mag dich auch. Hast du Kaddis? Was? Ja. Magst du mich auch? Will die mich schlägt? Ja. Dachte, mach was anderes. Mach dir mal so. Ja, aber nur 30 Sekunden. Dann ist erstmal 10 Minuten Pause und dann wieder. Ja, aber nur, weil ich immer reinplatze und frage, was die macht. Wir spielen das Spiel mit dem alten Rhein raus. Wir spielen in ein Land vor uns in Tata. Genau. Herr der Tata. Harry Tata. Nein. Ja, doch. Harry Tata. Two Tatas, one cup. Und Peter Tata. Und Peter Tata. Aber ich habe Angst vor Dowie. Warum? Du musst keine Angst haben. Weil die mich also, hasst und mich verboxt. Hat der Fehlzündung irgendwie? Der ist gerade einfach ausgegangen. Einmal. Okay. Kann das sein, dass der ein bisschen mehr Sprit frisst als üblich? Der ist voll getankt. Also der ist nicht mehr so voll getankt, aber so bis auf... Also über die Hälfte. Das war aber nicht die Frage, Mila. Ich die aber also wenn ich jetzt was? Ich verstehe nicht. Hä, wo ist er hin? Ich war am Reden. Au. Nicht machen. Siehst du, Pinsel nicht sind krank, nur weil der mich immer knutscht. Ja. Der hat mich angesteckt. Oh. Und ihre Treibstoff. Verliert das Auto Lille? Nee, ihre Treibstoffleitung ist angeschnitten. Echt? Wie kann das passieren? Deswegen frage ich ja, ob der üblicherweise mehr Treibstoff frisst als und Fehlzündung hat. Weiß nicht, fahr den erst heute. Wir sind vorhin durch ein Hamsternest gefahren. Oben im Norden. Kann es sein, dass ein Nagetier das gemacht hat? Oder ist das eine Stelle von einem Messer? Ein Gatte. Wie verhalten sich Kojoten gegenüber? Stimmt, Fahrzeug. Ein Kojote. Oh, Kojote, stimmt. Der war unter uns im Auto. Da war aber ein kleiner Kojote. Okay.
Ja, Sie haben recht, also auf jeden Fall ist es unregelmäßig, der Anschnitt. Können Sie das reparieren? Ja, na klar, ich repariere das, kein Problem. Kostet das wieder eine 500.000? Nee, ja, kostet keine 500.000. Alles gut. Ist das schnell repariert? Ja, geben Sie mir 3 Minuten und dann ist das schnell repariert. Ja, länger brauche ich auch nicht. Gut. Dann hole ich mal den Schlauch. Ja, ja. Oh, ich hör mal auf zu stimulieren. Auf. Oh, ich geh auch kotzen. Das tut gut, wenn ich blöd mach. Der stimuliert nur. Nee. Ich mag nicht. Das. Und nachher gehen wir zum Burgerladen und dich stimuliere ich auch nicht. Hä? Oi. Stimulieren dein Husten. Davon distanziere ich mich, verdammt. Lass mich. Oh, jetzt reicht es aber. Leonie, vielen Dank für dein Prime Sub. Und herzlich willkommen. Oh. Danke. Das ist eine Fehlzündung. Mann, das heißt simulieren. Oh, vielleicht brauchst du auch einen neuen Schlauch. Ein Arbeiter. Oh. Da. Ah. Oh. Da ist er, guck. In seiner natürlichen Umgebung. Der hofft auf $50 Trinkgeld. Aber kickt er nicht. Das ist aber ein Fleißiger, der läuft wenigstens im Kreis. Ja, stimmt. Weil der sieht, dass wir und den sehen. Dankeschön für den Wiesn am 18. Monat. Ja, der weiß, dass wir den beobachten. Wunder, so wie du den beobachtest. Du ziehst den förmlich aus mit deinem Fernglas. Er spürt die Blicke aus seinem nackten, beschwitzten Körper. Hier, guck du mal. Ich wünschte, er würde sein Hemd ausziehen. Sehr oft. Wisst man, sehr oft. Was? Iss mal was, Pinsel. Nicht du! Warte mal, der Typ nicht soll du sein Hemd ausziehen? Ach so. Ja, aber nicht Pinsel. Oh mein Gott. Das sagst du zu mir nie. Was ist mit deinem Nippel los? Der ballert, Schwester, der ballert. Moin, Meister. Moin. Was zur Hölle? Uns hat ein Coyote die Tankbenzinschlauch gebissen. Hat der Angriffschef gesagt. Hat dir das bewusst, dass die eine Seite von deiner Waage steht 30 cm weiter hinter als die andere? Junge, Alter, weißt du, was ich gerade dachte, was der raushaut? Irgendwie ging's um Eier und dann ging's um Waage. Was ist mit unserem Auto? Ich dachte gerade schon. Tada! Ich habe das nicht verstanden, Chef. Der andere Chef meinte, irgendwas stimmt mit dem Fahrzeug nicht. Und nein, ja, was gut stimmt denn nicht? Benzinleitung ist. Aber nichts gesagt. Ist ausgetauscht und alles gut. Okay. Bisschen ausgebeult auch. Da war vorher keine Beute drin, ich habe nicht gesehen. Ah, okay, dann habe ich das verwechselt. Ja, ja. Alles gut. Guti, ich habe schon zusammengerechnet, sind wir bei $110. Machen wir 200 mit Tingelt. Weil es so schnell ging. Und weil sie immer super nett sind, wenn man herkommt. Und vielen Dank für das Kompliment. Auch. Darf ich dein Bart anfassen? Bitte sehr. Mit schönen bitte nicht mein Bart anfassen, Sie können aber meine Glatze reiben. Haben Sie Glück. Oh, dann komm mal runter, mein Köpfchen. Ja. Na, gefällt dir das, hä? Gefällt dir das? Bin Glück. Das bin Glück. Wie war das? Toll, jetzt hast du ihn getötet. Komm, wir tun den Kofferraum. Können wir weitermachen. Hm. Hey. Oh, ich will heute niemanden vergaben. Wir müssen ihn im Kofferraum tun. Ist er tot? Ich glaub schon, hast du die Schippe... Hallo. Was a prank, Bro. Was a prank. Ich fahr, okay? Ich fahr. Nö, ich fahr. Ja, dann fahr den da runter. Dann kannst du den Dreck wieder hochfahren. Oh Gott, okay. Ei, ei, ei. Ob jemand wieder hier runterkommt? Auf der Version nicht, Zitrone. Hallo, Horst Helmchen. Und allen Crazy, vielen Dank für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Dankeschön. Chat, seid am Pen? Müde heute alle, ne? Das ist schon komisch, dass sie den Führerschein seit über 10 Jahren hat und immer nur fährt wie ein Anfänger. Die benutzt wahrscheinlich, ne? Hm.
Also den Führerschein. Wahrscheinlich nie vorgezeigt. Na doch, die kleine, kleine Krone. Ich sitze vorne. Achso. So, dankeschön, Chef. Bye-bye. Kein Problem, gerne. Bis zum nächsten Mal. Aus mit dir. Ich steig hinten ein. Ich darf nicht vorne sitzen. Wo setz ich vorne hin? Hallo, Mila. Oh Gott. Wie cool ist das? Was hast du gegessen? Und Pico, danke schön für den Prime für den dritten Monat. Erstmal trinken, Alter. Pico, du könntest mir auch machen. Was denn? Junge, die ist glaube ich. Klasse, komm. Inkedation, danke schön für 100 Bits. Wirkst du nicht so. Hm. Weil ich langweilig bin. Auf geht das. Auf geht das. Auf geht das. Wir fahren los. Wir fahren los und geben Muss. Wir geben Gas und ich hab Spaß. Und wir fahren voll schnell. Aber was soll's? Weil ich fahr trotzdem mal vorsichtig. Ja, ich fahr trotzdem super vorsichtig. Ich fahr vorsichtig. Super, super vorsichtig fahr ich. Ich fahr vorsichtig. Super, super vorsichtig. Du müsstest echt mal ein paar Lieder machen. Ich? Mhm. Ich glaube, du hast gelernt. Echt? Ja. Mein Gott, Alter. Dari will auch Lieder machen. Vielleicht können wir ein Vita machen. Ein Vita? Ein Vita. Ja. Aber erst mache ich hier ein Diss-Tag gegen sie. Was? Gegen Dori? Ach ja. Na, gegen alle. Aber auch gegen mich. Jules ruft an und fragt, wie weit wir mit ihrem Text sind von ihrem Song. Oh. Als Ghostwriter. Ja, fast fertig, hat er gesagt. Hab ich überhaupt nicht. Was ist das bitte? Ihr fucking Fortnite? Okay. Sag, dass mein Stift abgebrochen ist. Sie sagt, meld dich, wenn er fertig ist. Nö. Wer ist die denn, hä? Herr Curtis schreibt für die einen Text. Ach so, du schreibst für... Ach so, so ist das also, Das stimmt überhaupt nicht. Pinsel, du Penner auf sie zu lügen. Ist das so? Das stimmt ich nicht. Ich wollte. Ich wollte nur Geld aus der Tasche ziehen. Ich habe nur nichts geschrieben. Und wo ist Doch, Geld? Ich weiß sogar die erste Scheine. Nicht in der Tasche, oder? Ne, wir haben keins bekommen. Pinsel, du Arschloch. Jetzt weiß wieder, das ist Pinsel zu sein. Warte ab, du willst zum Polizeirevier? Okay, warte ab. Ach komm. Der erste Tag, wo du eingestellt bist, werde ich dich kündigen lassen, Alter. Wie denn? Na, ich sag einfach, du hast mir im Arsch gepackt. Pass auf, der kennt den... Lensch besser, als der Lensch sich selbst kennt. Ich hab ihn nur einmal getroffen, den Herr Lensch. Ja, aber irgendwie herrscht eine Connection. Und der ist der Chef. Dankeschön, Raul Gonzales. Manchmal schreit er seinen Namen nachts. Stimmt nicht. Was schreit er denn abends? Pass auf! Pass auf! Look at me! So was. Das ergibt keinen Sinn. Curtis, hast du mal geträumt, dass er stirbt? Der Lensch? Ich habe geträumt, dass er überfahren wird von einem LKW. Ja, siehst du? Deswegen schreit er immer Lückewe. Aber da musst du doch dem reagieren. Mann, ich kenne den Mann doch gar nicht. Ja, aber was du musst... Was erzähl dir da? Du musst immer pumpen. 30 Mal und dann zweimal Musi. Ich küsse den nicht. Ich weiß ja, nur, dass der dich Chef ist. Der Chef. Stay alive. Das musst du singen. So viele Fußball schon wieder. So. Heute ruhig. Ich kann nicht lachen. Okay. Du hast schon gelacht. Du Stimulierer. Ich mag das übrigens auch. Stimulieren? Griffy, check mal die Zahlen ab von den Videos. Bist du gar nicht krank und sagst, dass du krank bist? Ja. Ne Pinsel. Pinsel. Also, ne Pinsel. Sag das nochmal. Nö. Sag das nochmal. Oh, Pinsel. Pinsel.
Er verlangt immer so viel von einem, oder? Ja, letztens sollte ich 50 mal schnarchen sagen. Sag mal schnarchen. Hab ich doch gerade. Nein, du sollst richtig sagen. Der ist voll abhängig von meinem Schnarchen. Du kannst nicht schnarchen.